Wir wollen pünktlich beginnen, weil wir ein sehr spannendes Thema vor uns haben, das auch einige Zeit in Anspruch nimmt, darüber zu sprechen. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen, besonders unser Podium. Wir haben aus Berlin Besuch bekommen, Frau Wittmann-Mauls, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium. Näheres nachher noch. Dann mehrfach schon hier gewesen, unsere Gesundheitsministerin von Nordrhein-Westfalen, Frau Barbara Steffens. Dann ist aus Bochum dazugekommen eine Hausärztin, die sich schon mit dem Thema konkret befasst, Umsetzungen schon durchgeführt hat, Frau Dr. Behringer. Dann haben wir den Initiator vieler Ideen zu diesem Thema, Professor Dr. Interschmitten, der nachher auch sozusagen die näheren Erläuterungen zu dem neuen Verfahren abliefern wird. Und in der Mitte ist unser Doktor verführt, ein Hausarzt, der dem Bürger sehr nahe steht, auch schon mal hier Schützenpräsident war, also kundgetan hat, dass er auf der Seite der Bürger steht. Und ich freue mich, dass er also hier völlig unkompliziert die Moderation übernehmen wird. Der Schirmherr unseres Pflegetreffs ist wie immer Heinz Sahnen. Wo ist er? Also im Gelände, hier vorne ist der Sitzplatz. Dann wird später unser Landrat noch dazu stoßen, Herr Petrauschke. Der hat einen anderen Termin, kommt also ein bisschen später. Für alle, die es interessiert, Frau Schmidt-Zadel, die sonst hier immer regelmäßiger Gast ist beim Pflegetreff, hat sich entschuldigen lassen, lässt grüßen und wünscht für die Veranstaltung viel Erfolg. Diese Veranstaltung können wir nur durchführen mit Unterstützung vom SKM, die uns hier alles sozusagen mundgerecht aufbereiten. Vielen Dank dafür. Norbert Kühlschen ist hier unterwegs mit der Kamera. Ich hoffe, dass das niemanden stört. Bilder brauchen wir immer. Bilder können wir mit in die Zukunft nehmen. Nun zum Pflegetreff. Es geht um ein Thema, das sich mit Patientenverfügungen befasst. Sie kennen zum Teil die üblichen Texte, die man so schnell auf einem Formblatt abliefert. Ich informiere dazu auch immer in der Volkshochschule und empfehle da bestimmte Formblätter und sage aber immer dazu, bitte mit dem Hausarzt besprechen. Also so einfach nur ausfüllen ist wohl nicht der richtige Weg. Nun hat der Gesetzgeber aber eine ganz neue Idee gehabt im Hospiz- und Palliativversorgungsgesetz, das neu verabschiedet worden ist, gibt es eine Vorschrift, die sagt, dass man im Voraus planen soll für die letzte Lebensphase. Und dafür hat der Gesetzgeber angedacht, dass es auch entsprechende Möglichkeiten geben soll, insbesondere in den Pflegeheimen, eine Beratung zu installieren, die mit Personal und auch Geldmittel unterlegt ist. Und darüber möchten wir heute informieren und auch animieren, dieses neue Angebot zur Kenntnis zu nehmen und dann auch vielleicht umzusetzen, daraus etwas zu machen. Jeder ist aufgerufen, sich diesem neuen Thema zuzuwenden. Ja, nun habe ich soweit alles erledigt. Pflegetreff ist geplant, Grußwort ist gesprochen. Ich kann nicht alle einzeln hier ansprechen oder einige hervorheben, bitte um Verständnis. Und ich gebe jetzt einfach mal an den Moderator, Herrn Dr. Verführt, ab und wir werden uns dann zwischendurch vielleicht noch mal kurz verständigen, wenn das nötig ist. Statements können vom Sitzplatz abgegeben werden oder auch von hier, wie gewünscht. Bitte. Vielen Dank, Herr Schell. Ihnen auch herzlichen Dank für Ihr Engagement in dieser Frage. Sie sind seit langen Jahren tätig im Pflegetreff organisieren. Sie engagieren sich auch mit Schriften in diesem Bereich, der sehr wichtig ist, der leider in vielen Dingen zu kurz kommt. Und ich freue mich, dass wir heute so viele kompetente Menschen hier auf dem Podium haben, dass wir Stellung nehmen können zu den Fragen Patientenverfügung, Palliativmedizin.
Bei Zeiten begleiten heißt das Thema. Viele junge Frauen arbeiten und haben gar keine Zeit, zu Hause zu pflegen. Und deshalb werden viele Menschen dann auch ins Heim abgegeben. Und dafür brauchen wir dann Vorsorgen, Vorsorgeverfügungen. Wir brauchen Absprache mit den Angehörigen. Wir brauchen aber auch eine Politik, die mitspielt. Und deshalb lassen wir direkt ins Thema einsteigen. Wir fangen rechts an. Frau Wiedmann-Mautz, ich darf Sie bitten, Ihr Statement abzugeben. Ja, klar. Ja, sehr geehrter Herr Schell, sehr geehrter Herr Sahnen, Frau Ministerin Steffens, Herr Dr. Verführt, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal darf ich mich bedanken, dass ich heute Nachmittag bei Ihrem Pflegetreff sein darf. Ich habe von Hermann Gröhe, dem Bundesgesundheitsminister, viel von diesem Treff gehört und bin begeistert, was Sie hier regelmäßig anbieten an ja, Information, an Beratung, an Selbsthilfe aus der betroffenen Szene heraus, aber auch mit den Beteiligten, die in der Pflege und dem Versorgungsgeschehen befasst sind. Deshalb zunächst mal meinen herzlichen Glückwunsch für dieses kontinuierliche Angebot. Und die herzlichen Grüße von Hermann Gröhe darf ich und soll ich Ihnen ausrichten. Der wäre heute wirklich sehr, sehr gerne hierher gekommen. Und deshalb, weil es ihm so wichtig ist, hat er gesagt, ich soll aus Baden-Württemberg anreisen, was ich natürlich auch gerne tue, wenn ich ihn dann in diesen Tagen bei der Gelegenheit auch unterstützen kann. Und zumal es das Thema ist, das mich in dieser Legislaturperiode auch ganz besonders beschäftigt hat und auch vom Herzen her immer wieder ganz besonders bewegt, ist es mir eine besondere Freude. Bevor ich zum eigentlichen Punkt, nämlich der gesundheitlichen Vorsorge und Versorgungsplanung am Lebensende der letzten Lebensphase komme, würde ich ganz gerne, um Ihnen auch zu erläutern, wie kam es eigentlich zu dieser neuen Leistung und zu diesem neuen, ja, zu dieser neuen Maßnahme im Rahmen des Hospiz- und Palliativgesetzes nochmal ein Stückchen sozusagen ja, die Rahmenbedingungen dafür erläutern. Denn es ist uns sehr, sehr wichtig in der Bundesregierung, dass wir Menschen auch in ihrer letzten Lebensphase bis zuletzt gut betreuen können, dass wir sie gut versorgt wissen und dass sie auch die Begleitung erfahren, die sie sich wünschen und vorstellen. Das ist nicht nur ein Auftrag, den uns im Übrigen das Grundgesetz vorgibt, denn das Grundgesetz verpflichtet uns, die Würde des Menschen bis zuletzt und damit auch von jedem Einzelnen bis zuletzt zu beachten, sondern wie gesagt, es ist uns auch ein inneres Bedürfnis, dieses gewährleisten zu können. Wir haben deshalb das Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung auf den Weg gebracht und etwas, was nicht oft vorkommt im Deutschen Bundestag, dass es bei solchen Sozialgesetzen am Ende mit einer überwältigenden Mehrheit im Deutschen Bundestag beschlossen wird. Bei diesem Gesetz war das so und das ist auch ein Stück weit das Ergebnis eines Prozesses der Entwicklung solcher Leistungen und Maßnahmen, die wir in dem Bereich anders gestaltet haben, als wir sonst vielleicht in politischen kontroversen Diskussionen etwas Neues entwickeln. An der Stelle war auch die Zusammenarbeit über die Fraktionen hinweg von einer ja, gemeinsamen Geist, nämlich genau die Versorgung gut zu gewährleisten, geprägt. Das Gesetz zielt darauf ab, ein flächendeckendes Angebot an Palliativ- und Hospizleistungen in ganz Deutschland zu erreichen. Wir stärken und fördern deshalb die Palliativversorgung und die Hospizkultur an allen Orten, an denen Menschen ihre letzte Lebensphase verbringen. Sei das zu Hause, sei das in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen. Wir stärken die Hospizkultur gleichzeitig nicht nur im ambulanten Bereich, auch im spezialisierten Bereich oder stationär. Ganz wichtig ist uns, dass wir mit diesem Gesetz das Zusammenwirken, nämlich der hauptberuflichen und der ehrenamtlichen Kräfte stärken und verbessern.
auch im Blick haben, dass es nicht nur um die Medizin, also den Arzt geht, sondern in der letzten Lebensphase genauso die pflegerische, die hospizliche Begleitung, aber auch psychosoziale Versorgung bis hin zur Betreuung in Netzwerken eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und uns war wichtig, dass wir aus einem Flickenteppich von einzelnen Angeboten und Leistungen am Ende wirklich ein stabiles, ein tragfähiges Netzwerk in ganz Deutschland entstehen lassen, das dann auch den Halt gibt, den Angehörige und die Betroffenen, aber auch diejenigen, die die Sterbenden versorgen, am Schluss brauchen, damit sie mit guter Gewissheit auch sagen, jawohl, wir tun jetzt auch das Richtige, das, was der Betroffene sich gewünscht hat und wie er sich sein Lebensende vorstellt. Politik kann dabei immer nur Rahmenbedingungen beschreiben. Das ist etwas, was uns manchmal als Politiker nicht immer nur zufriedenstellt, weil eigentlich würden wir gern auch die Gewähr dafür leisten, dass die Leistung dann genauso, wie wir sie uns vorstellen, auch bei den Betroffenen direkt ankommt. Daran wird aber einmal mehr deutlich, wir sind immer darauf angewiesen, dass andere, nämlich Menschen, sei es diejenigen, die es beruflich tun, sei es diejenigen, die es familiär als Angehörige tun und diejenigen, die es als ehrenamtliche, zivilgesellschaftliche Kräfte sich verantwortlich fühlen, dass wir es mit ihnen gemeinsam tun. Und deshalb sind ja auch solche Veranstaltungen wie heute so sehr wichtig, nicht nur der Netzwerkgedanke im Regelwerk, sondern der Netzwerk dann auch das Netzwerk in den persönlichen Beziehungen. Darauf kommt es an, auf dieses Engagement. Und lassen Sie mich auch diese Gelegenheit noch einmal nutzen, auch hier im Namen von Hermann Kröhe all denjenigen ganz herzlich zu danken, die genau diesen Dienst, diese Arbeit, diese innere Verpflichtung jeden Tag leisten und ein enormes Engagement an den Tag legen, ohne die im Ergebnis dann auch diese Versorgung, Begleitung, Betreuung nicht möglich wäre. Ja, neben all den eigentlichen Verbesserungen kommt es natürlich dann auch darauf an, dass die Menschen entsprechend gut informiert sind. Wir haben deshalb auch die Informationen in der Pflegeberatung verbessert, die Informationsangebote durch die Pflegekassen, durch die Gemeinden, die Kommunen, denen kommt ja an dieser Stelle auch eine ganz wichtige und große Bedeutung zu. Und uns ist wichtig, dass wir damit natürlich auch stärken, was Patientenwille in der Patientenverfügung oder in der Vorsorgevollmacht, so wie er geäußert wurde, dann auch besser im Grunde zum Tragen kommt. Und deshalb spielt bei diesem Gesetz und dann auch bei dem Thema, worüber wir heute sprechen, es ganz stark eine große Rolle, dass die Dinge ineinander greifen. Wir haben also eine gesetzliche Grundlage geschaffen, dass in stationären Pflegeeinrichtungen und in Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung diese gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase, so der korrekte Begriff, dass dieses Angebot jetzt gemacht werden kann. Ich will sagen, Pate stand, und deshalb ist es schön, dass wir auch heute hier gemeinsam auf dem Podium sitzen, das Projekt bei Zeiten begleiten, das Sie, Herr Professor Dr. Inderschmitten, gemeinsam mit Professor Markmann, der kommt jetzt zufällig aus meiner Heimat, und deshalb war das so eine optimale Verbindung, Neuss-Tübingen, im Ergebnis ganz schnell dann auch ins Gesetz gekommen. Und dieses Projekt stand Pate für das, was wir jetzt im Gesetz erfolgreich umgesetzt haben. Haben und Sie hier in Grevenbroich ja auch bereits entsprechend anwenden. Die gesundheitliche Versorgungsplanung ist aus unserer Sicht ein individuelles Beratungsangebot über Hilfen und Angebote zur medizinischen, zur pflegerischen, zur psychosozialen, auch zur seelsorgerischen Betreuung in der letzten Lebensphase. Es gibt Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen die Möglichkeit, sich umfassend über die Angebote zu informieren, die bestehen, bevor sie zum Beispiel eine Patientenverfügung verfassen oder sich ein eigenes detailliertes Bild darüber machen, wie die pflegerische, die medizinische Behandlung für sie und aus ihrer Sicht aussehen soll. Ganz wichtig ist, dass es ein freiwilliges Angebot ist. Niemand muss dieses Angebot annehmen.
es muss am Ende auch nicht zwingend in einer Patientenverfügung münden. Das soll möglichst viel Offenheit auch in diese Gesprächssituation, die angeboten wird, im Ergebnis bringen. Wichtig ist uns vielmehr, dass der Patient, der pflegebedürftige Mensch, ins Gespräch kommt mit seinem Arzt, mit seiner Ärztin, mit qualifiziertem nichtärztlichen Gesprächsbegleitern und, wenn gewünscht, auch mit den nächsten Angehörigen, von denen sich die Betroffenen vielleicht auch vertreten wissen wollen. Es ist also, wenn Sie so wollen, ein Instrument, das die Autonomie und die Selbstbestimmung der Menschen unterstreicht und sie auch in dieser Lebensphase besonders stützt. Es ist aber auch ein Instrument, das den Patientenwillen stärken soll. Also Einrichtungen, die ein solches Beratungsangebot für ihre Bewohnerinnen und Bewohner unterbreiten, sie haben dann auch umgekehrt sicherzustellen, dass die umliegenden Versorger, die mit denen die Pflegeeinrichtung zusammenarbeitet, die einmal getroffenen Entscheidungen nicht nur respektiert, sondern dass sie sie auch ausführt, dass die Informationen auch an die weitergegeben werden, die in der entsprechenden Situation darüber Bescheid wissen müssen. Und im Pflegeheim wissen wir das nur zu gut, wenn die Krankenhauseinweisung eigentlich nicht mehr gewünscht ist und doch erfolgt, weil die Beteiligten vom Krankentransport über das Krankenhaus, über den Arzt eigentlich gar nicht wissen, was der Betroffene in dieser Lebenssituation oder welche Vorstellungen er oder sie hat. Es soll auch einen Wandel der Strukturen in unserem Gesundheitssystem bewirken, nämlich es soll erreichen, dass gründlich überlegte und auch aussagekräftige Vorausplanungen zuverlässig wahrgenommen werden, dass sie beachtet werden und wie gesagt, dass damit auch alle Beteiligten im Prozess entsprechend die Wünsche dann auch berücksichtigen. Wegen des medizinisch-pflegerischen Schwerpunkts wird die gesundheitliche Versorgungsplanung von den Krankenkassen finanziert werden, nicht von den Pflegekassen. Ärztlicher Sachverstand ist aus unserer Sicht unbedingt mit einzubeziehen, damit auch Fragen über die medizinischen Abläufe, über das Ausmaß, die Intensität und auch die Grenzen von medizinischen Interventionen und auch die Konsequenzen dieser Interventionen auf den Therapieverlauf oder die Konsequenzen aus einem Therapieverzicht in den Gesprächen umfassend dann auch besprochen werden können und dass die Fragen, die in dem Kontext auftauchen, auch beantwortet werden können. Nur wer gut informiert ist, nur wer weiß, worauf er sich einlässt, kann dann ja auch selbstbestimmt genau die Entscheidungen treffen. Aber wie gesagt, es ist niemand verpflichtet, Entscheidungen zu treffen. Er kann das Angebot annehmen, aber er muss es nicht. Die Details jetzt zu dieser gesundheitlichen Versorgungsplanung werden zurzeit von den Beteiligten, das sind bei uns immer die Krankenkassen, der GKV-Spitzenverband auf der einen Seite und die Interessenvertreter der stationären Pflegeeinrichtungen und der Einrichtungen der Eingliederungshilfe vorgenommen. Das heißt, sie treffen eine Rahmenvereinbarung und legen in ihr die Details fest. Die Verhandlungen dazu sind, ich will es mal so sagen, alles andere als einfach. Das ist immer so, wenn man etwas Neues schafft und etwas schafft, was in einem so sensiblen Lebensbereich stattfindet und natürlich auch weitreichende Konsequenzen hat. Aber ich weiß, dass die Beteiligten die Verhandlungen sehr ernst nehmen. Es gibt auch noch unterschiedliche Auffassungen zu Fragen der Qualifikation derjenigen, die die Gespräche führen. Sicherlich, wie es so üblich ist im Gesundheitswesen, auch über die Frage und die Höhe der Vergütung. Es geht auch um die Frage, wie gesagt, wie dann die entsprechende Gesprächssituation ablaufen soll. Die Vereinbarung, die zu treffen ist, der Vorentwurf wird in diesen Tagen den Stellungnahmeberechtigten, das sind die Hospiz- und Palliativverbände und andere, sozusagen vorgelegt, damit auch sie zu dem Verhandlungsstand Stellung beziehen können, ihre Einschätzung zu dem Verhandlungsstand den Entscheidern kundtun können.
Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass uns dieses im Laufe des Sommers auch gelingen wird, zu einer Vereinbarung zu kommen, sodass die Maßnahmen und die Leistungen dann auch in der zweiten Jahreshälfte anlaufen können. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir auch in dieser letzten Phase die Chance haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich halte es für eine ganz elementar wichtige Maßnahme im Gesundheitswesen, denn nur wenn wir von den Betroffenen heraus und von ihrer Sichtweise aus Versorgung denken, lenken und steuern und die Beteiligten sich daran halten, dann bin ich der festen Überzeugung, werden wir in vielen Bereichen eine Hospizkultur und damit Respekt und Anerkennung der Würde der Menschen in den Einrichtungen in unserem Gesundheitssystem besser garantieren können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zur Einführung. Ja, Frau Wiedermaus, vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Die Politik gibt uns die Rahmenbedingungen und wir an der Basis müssen das dann ausführen. Wir werden gleich hören, ob das alles so möglich ist, wie Sie sich das vorstellen. Ich hoffe nur, dass Sie auch beraten werden von Leuten, die von der Basis kommen, die unten arbeiten und nicht von Menschen, die schon 20, 30 Jahre aus dem Beruf raus sind und das nur theoretisieren. Pflegekräfte, die täglich damit zu tun haben, haben eine ganz andere Vorstellung von dem, was manche Politiker denken. Aber die Grundlage ist da und darauf wollen wir aufbauen. Frau Minister Steffens, Sie bleiben hier oder? Ja, ganz herzlichen Dank. Ich nehme das Mikro einfach mit, dann kriegen wir das auch mit der Technik. Ist vorne in der Leitung ausgefallen, deshalb müssen wir mit einem Mikro auskommen. Aber wir sind da ganz spontan, schaffen das alles ganz unproblematisch, wie immer. Also, lieber Herr Schell, Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich erstmal heute wieder hier zu sein. Sie haben es ja gesagt, ich bin öfter schon hier gewesen und ich bin immer wieder begeistert davon, wie viele Menschen hier sind, die auch einen ganz unterschiedlichen Zugang zu dem Thema haben. Und das Thema heute ist ja nochmal wieder eins, was extrem spannend ist. Nicht nur bezüglich dessen, was gibt's jetzt für gesetzliche Möglichkeiten, welche Rahmen sind geschaffen worden, sondern ich glaube, man muss dann auch darüber reden, was brauchen wir denn, damit das, was als Rahmen geschaffen ist, auch wirklich mit Inhalt und Leben füllen können, dass es auch wirklich bei den Menschen ankommt. Was ich ganz wichtig finde, und auch das ist von Ihnen ja grundsätzlich schon mal gesagt worden, dass diese gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase ein Thema mit einer unglaublich hohen Relevanz eigentlich für uns alle individuell ist. Denn klar ist, in einer immer älter werdenden Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der natürlich auch immer mehr hochaltrige Menschen ihre letzte Lebensphase dann erleben, müssen wir genau darüber reden, was heißt das für uns, was heißt für uns am Ende des Lebens Menschenwürde, was heißt Respekt, was heißt Selbstbestimmungsrecht bis zum Tod, wie kann man das mit Leben füllen und was ist dann wirklich der richtige Weg, um die Autonomie der Patienten und Patientinnen, um das Selbstbestimmungsrecht wirklich mit Inhalt zu füllen und dass es auch wirklich ausgeführt werden kann und nicht ein theoretisches Recht ist, was wahrscheinlich alle unterschreiben, jeder soll das Recht haben, aber was heißt das, wenn es mit Inhalt gefüllt werden soll? Und zu einem gelingenden Leben gehört dazu, dass wir in Würde sterben können. Und ich finde immer so ein bisschen, man kann eine Gesellschaft daran messen, wie sie wirklich sich als Sozialstaat, als soziales Land definiert, am Umgang damit, wie sie mit Menschen in ihrer letzten Lebensphase umgeht. Deswegen glaube ich, ist es was, was wir immer wieder gemeinsam reflektieren müssen. Sind wir unter den veränderten Rahmenbedingungen noch da, was wir eigentlich als Anspruch an unser Land, an unseren Staat, an unseren Sozialstaat haben? Und der Würde gerecht werden heißt für mich, dass es ganz klar ist, dass der Wille der Patienten und Patientinnen als oberster Grundsatz vom ärztlichen, vom pflegerischen Handeln drüber stehen muss. Und auch das ist klar, wenn der Patientenwille die oberste Marke ist, dann muss ich ihn kennen. Dann muss ich den Patienten willen, dann muss ich die Meinung kennen. Und vor allen Dingen muss ich den Menschen, glaube ich, noch mehr, als es in der Vergangenheit war, auch die Sicherheit geben, dass ihr Wille, wenn sie ihn dann artikulieren, auch wirklich umgesetzt wird. Dass das Vertrauen da ist. Es wird nicht am Ende meines Lebens über meinen Kopf und meinen Willen hinweg entschieden. Keine anderen Kriterien sind die, die zählen, sondern mein Wille als Mensch zählt. Und wir haben das ja oft auch auf Bundesebene in den Diskussionen erlebt, wo es um Sterbehilfe ging. Und das ist eine Diskussion, die immer wieder aufpoppt.
wenn die Menschen das Gefühl haben und auch wissen, dass ihr Wille zählt, dass alles getan wird, um in Würde zu sterben, um so schmerzfrei wie möglich zu sterben und um begleitet zu sterben, dann ist der Wunsch nach Sterbehilfe nicht groß. Wenn aber all die Sachen mit Fragezeichen versehen sind, dann entwickeln wir uns mit unserer Gesellschaft in eine andere Richtung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Willen der Menschen und die Rahmenbedingungen, die notwendig sind, in allen Einrichtungen der Regelversorgung, wo gestorben wird, auch wirklich sicherstellen können. Das heißt, dass wir in allen diesen Einrichtungen, egal ob das stationäre Pflegeeinrichtungen sind, ob das Krankenhäuser sind, egal welche Strukturen es sind, es muss eine hospizlich-palliative Haltung unterstützt und da, wo sie noch nicht vorhanden ist, kultiviert werden. Es muss ein palliativ- und geriatrisches Know-how etabliert werden. Wir müssen diejenigen, die in der Versorgung sind, mit dem Wissen und den Kompetenzen ausstatten. Und wenn wir uns anschauen, wo sterben Menschen in Deutschland, dann wissen wir, dass über 30% der sterbenden Menschen in Deutschland derzeit in Pflegeheimen sterben. Das heißt, dass wir hier nicht nur die Situation für die Menschen in ihrer letzten Lebensphase auch neu definieren müssen, sondern dass wir vor allen Dingen auch für die Pflegefachkräfte, die genau diese Begleitung übernehmen, die Rahmenbedingungen adäquat machen müssen. Und dazu zählt, dass sie den Willen des Menschen kennen müssen, aber dazu zählt auch, dass sie die Ressourcen haben müssen, den Willen der Menschen umzusetzen. Denn nur den Willen zu kennen und nicht die Ressourcen zu haben, führt die Pflegefachkräfte nochmal in ein Dilemma rein, was alles das, was wir an Problemen haben, nochmal verstärken würden. Also man muss immer beides zusammendenken und hospizliche Begleitung und Palliativversorgung sind demnach, auch wenn wir uns das anschauen, eine Kernaufgabe mittlerweile der stationären Pflegeeinrichtungen. In Nordrhein-Westfalen haben wir mit dem WTG 2014 die WTG-Einrichtungen erstmalig in Nordrhein-Westfalen verpflichtet, dass sie entweder eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung durch Kooperation mit entsprechenden Angeboten ermöglichen oder dass sie eine Palliativversorgung durch eigene Fachkräfte in ihren Einrichtungen gewährleisten. Ich weiß nicht, ob wir immer noch das Einzige, auf jeden Fall das erste Bundesland sind, was das so verankert hat. Und ich glaube, dass das ein richtiger und wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist, um diesen Veränderungsprozess voranzubringen. Trotzdem, auch da sage ich gleich noch mal was zu, da brauchen wir dann auch die Rahmenbedingungen, dass wir wirklich das auch den Pflegeeinrichtungen nicht als Add-on aufdrücken, sondern das in der Regelstruktur auch wirklich umgesetzt und auch mit den personellen Ressourcen ausgefüllt werden kann. Dazu gehört aber auch, zu dieser hospizlich-palliativen Haltung gehört dazu, dass die gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase auch realisiert werden kann, weil der Wille der Bewohner und Bewohnerinnen damit dann auch klar wird. Deswegen, dass es mit dem Hospiz- und Palliativgesetz bei Pflegeeinrichtungen verankert, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings ist das so ein bisschen für mich noch die Frage, Versorgungsplanung ist für mich eigentlich ein ethisches Muss. Und wenn das als freiwilliges Angebot der Pflegeeinrichtungen dasteht, dann ist es ein Problem. Wenn es ein freiwilliges Angebot für die Menschen ist, ist es selbstverständlich. Aber ich finde, Pflegeeinrichtungen müssen dieses anbieten und müssen Menschen darin unterstützen. Da müsste man noch mal klären, wie diese Umsetzung denn dann auch wirklich stattfinden kann. Und ich glaube, dass es genauso wichtig ist, dass wir das an der Stelle wirklich als individuelle, als ganzheitliche Beratung wirklich den Menschen auch frühzeitig vermitteln, dass sie das bekommen, dass wir genau diese Planung für sie haben, damit diese letzte Lebensphase nicht angstbelastet ist. Und immer wieder erlebe ich bei vielen Terminen in Pflegeheimen, dass eine Angst der Menschen die ist, da wird was über mich hinweg entschieden. Und diese Angst kann ich nur nehmen, wenn ich Menschen frühzeitig abhole und ihnen frühzeitig diese Chance, diese Möglichkeit ihrer eigenen individuellen Versorgungsplanung nahebringen. Ich glaube auch, und doch das habe ich gerade schon gesagt, dass es vor allen Dingen auch für die Fachkräfte ein Mehr an Sicherheit bringt, denn wir haben eine hohe Fluktuation bei Fachkräften, wir haben einen Wechsel, wir haben oft eine kurze Verweildauer von Bewohnern und Bewohnerinnen und den Willen des Bewohners, der Bewohnerin zu kennen, das gibt jemandem Sicherheit, weil wenn ich weiß, das ist nicht die Vermutung der Angehörigen, das ist nicht Hörensagen, sondern das ist definitiv der Wille
der Person, die ich zu pflegen habe, dann ist es was, wo ich nicht lange überlegen, nicht lange nachfragen muss, was muss ich bei einem Prozess, wenn im Sterbeprozess Atemnot, wenn andere Sachen, wenn die Frage nach Krankenhauseinlieferung, ja oder nein, wenn ich einen gewissen Rahmen habe, wo ich den Patientenwillen kenne, dann nimmt es mir den Druck als Pflegekraft von meinen Schultern und ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Also, das ist schon grundsätzlich ein richtiger Schritt, dass mit dem Inkrafttreten der gesetzlichen Forderung nach gesundheitlicher Versorgungsplanung vielerorts in Nordrhein-Westfalen auch jetzt an der Umsetzung gearbeitet wird. Ich finde es wichtig, dass der Start auch einer ist, wo wir merken, dass die Diskussionen vor Ort doch so eine eigene Dynamik mit sich bringen. Es ist wichtig, dass die Vernetzung mit vorhandenen regionalen Hospiz- und Palliativnetzen an der Stelle auch passieren. Denn wir haben viele sehr tragfähige Strukturen in Nordrhein-Westfalen, die schon lange auch Traditionen haben. Und diese Vernetzung brauchen wir auch als Unterstützung. Wir haben ja mit unserer Alpha-Stelle da auch eine Stelle in Nordrhein-Westfalen, die vor Ort auch über die Angebote und über die Strukturen informieren und weiter mit unterstützen kann. Wir brauchen trotzdem, und das habe ich eben mal so am Rande angedeutet, wenn wir ein solches Konzept, wenn es wirklich dem Menschen auch und dem, was an Erwartungen dahinter stehen, gerecht werden wollen, dann brauchen wir allerdings auch die entsprechenden personellen Ausstattungen, weil wenn ich den Letztwillen eines Patienten umsetze, dann brauche ich die Ressourcen. Wir sind nach wie vor ja auf Bundesebene noch nicht da, dass wir ein Personalbemessungsinstrument in der Pflege und einen wirklichen Personalschlüssel haben, wo wir auch bei den Pflegefachkräften dann die finanziellen Ressourcen haben, die dem folgen. Ich glaube, das wird ein Schritt sein, der in der nächsten Legislatur dann auch mit Inhalt gefüllt wird, der muss auch mit Inhalt gefüllt werden, weil wir nur dann auch eine würdevolle Sterbebegleitung haben, wenn die entsprechenden personellen Ressourcen da sind. Und auch das haben wir oft in den Diskussionen erlebt, wenn wir uns die Personalressourcen im Hospiz, in der hospizlichen Begleitung, im stationären Hospiz anschauen und wenn wir sie in der stationären Altenpflege anschauen, dann brauchen wir da einfach noch ein Mehr auch an personellen Ressourcen. Von Nordrhein-Westfalen aus gesehen haben wir das Thema Hospiz palliativ intensiv angepackt. Im Bund in Berlin ist es zum Glück mittlerweile auch einen Schritt nach vorne gegangen. Wir waren da vielleicht, weil Nordrhein-Westfalen wirklich eine unglaublich traditionelle und eine unglaublich starke Hospizstruktur auch hat, sehr früh dabei. Wir haben immer wieder echte Reformen, gerade auch bezüglich des Pflegebedürftigkeitsbegriffs, ja eingefordert. Ich bin froh, dass wir da jetzt im Sinne der Patienten und Patientinnen einige Schritte weiter sind, dass wir ein neues Pflegeverständnis haben, dass wir auch eine Leistungsflexibilisierung zugunsten Tagespflege haben. Es gibt allerdings auch noch viele Punkte und viele Sachen, wo wir dringend noch weitere Schritte brauchen. Personalbemessung ist das eine, wo wir eine dringende Veränderung brauchen. Wir müssen aber auch in Nordrhein-Westfalen, wenn wir relativ gut dastehen, über die Problematik bei den SAPV-Verträgen reden, weil solche Versorgungen in der letzten Lebensphase per europarechtlichen Ausschreibungsverpflichtungen umzusetzen. Das ist ein bisschen fern von dem, was wir eigentlich in der Versorgungsrealität haben. Das ist fern von dem, was wir eigentlich hier an Versorgungsstrukturen haben, die wir erhalten müssen. Da, glaube ich, brauchen wir von Seiten des Bundes eine klare Botschaft, dass wir uns da nicht europarechtlich reinreden lassen, sondern dass wir hier auch die entsprechenden Änderungen im SGB V von Seiten des Bundes vornehmen, damit wir die Strukturen so schaffen, aufrechterhalten und dauerhaft auch implementieren können, wie wir sie für eine gute, adäquate Versorgung brauchen und nicht wie irgendwer nach Vergaberecht meint, dass es sinnvoll ist, weil Letztlebensversorgung kann keine vergaberechtliche Frage sein. Also wir brauchen an der Stelle eine kontinuierliche Weiterentwicklung an der Stelle. Wir brauchen eine Weiterentwicklung vor allen Dingen auch in der Kultur des Umgangs mit den Menschen. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion dazu, weil ich glaube, dass es viele spannende Diskurse an der Stelle auch zwischen den unterschiedlichen Ebenen geben kann. Herzlichen Dank. Muss leider wieder kommen. Frau Minister, vielen Dank für Ihr Statement. Der Worte höre ich gern, doch manchmal fehlt mir der Glaube. Die Politik hat das Problem erkannt. Das Problem für uns an der Basis ist, dass uns die Pflegekräfte fehlen. Wir haben einfach nicht genug. Das ist wie bei der Polizei, wenn einer ein Zentimeter zu klein ist, darf er nicht Polizist werden. Wir sollten viel mehr Werbung machen für Pflegekräfte, aber das betrifft auch die Medizin. Wir sehen im Krankenhaus viele
Stellen sind unbesetzt und durch die ständigen Wechsel 8-Stunden-Dienst nur sind die Kollegen nicht informiert über die Fälle. Ich kann mal ganz, ganz kurz aus dem Leben greifen. Gestern habe ich versucht, am Montag habe ich versucht, einen Kollegen zu erreichen, wegen eines Patienten, der auf einer Geriatrie im großen Krankenhaus liegt. Da wurde mir um 11 Uhr morgens gesagt, da werden Sie heute kein Glück haben, wir haben keinen Arzt. Montags morgens 11 Uhr. Dann sage ich, dann bitte ich den Kollegen, entweder den Stationsarzt oder Oberarzt oder den Chefarzt, mich zurückzurufen. Das geschah dann gestern um 1 Uhr. Und nach meiner Frage, wie dem Patienten geht, den wir eigentlich nach Hause holen wollten oder vielleicht doch ins Heim bringen müssen, weil die gleichaltrige 85-jährige Ehefrau es nicht schafft, sagte mir die Kollegin, da erwischen Sie mich jetzt ganz falsch, ich bin seit Freitag nicht im Haus, ich bin gerade erst gekommen. Dienstags 1 Uhr, seit Freitag nicht im Haus. Die Stationsärztin. Ich rufe Sie zurück, wenn ich weiß, wie es dem Patienten geht. Also wir brauchen täglich, stundenweise, wir brauchen einen Stationsarzt, der immer da ist und Informationen geben kann. Aber uns fehlen da viele Ärzte und da ist das Problem der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser werden nach Diagnosen bezahlt. Und je mehr Diagnosen, desto mehr Geld. Aber kein Mensch guckt danach. Die Ehefrau sagte, ich habe 3 Tage keinen Arzt gesehen, habe noch mit keinem sprechen können. Was mache ich mit meinem Mann? Also das Problem liegt am Personal, das Problem liegt aber auch noch am Abrechnungssystem in Krankenhäusern. Diese DRGs haben uns sehr, sehr viel kaputt gemacht in den Krankenhäusern, weil es hier nur nach Ökonomie geht und nicht nach Patientenwillen und nach Patientenwünschen. Das jetzt zur Politik, da müssen wir eingreifen. Wir brauchen viel mehr Pflegepersonal. Das haben wir hier seit Jahren, predigt Herr Schell das hier. Wir brauchen Personal, Personal, Personal. Und wir müssen, wie Sie schon sagten, die Pflegekräfte stärken. Das war vollkommen richtig, was Sie gesagt haben. Wir müssen den Pflegekräften Kompetenzen geben. Wir müssen hinter denen stehen. Und wenn die mal eine Entscheidung fällen und sagen, der Patient ist tot, dann ist der Patient tot. Aber dass sie verpflichtet werden, einen Notarzt zu rufen, um den Patienten wiederzuleben, dessen Tod wir wünschen oder erwartet haben, geht nicht. Wir müssen als Ärzte hinter denen stehen und die Politik auch. Da muss man sagen, so, Tür zu, erledigt. Aber nicht immer wieder sagen, was haben Sie da gemacht? Sie hätten doch den Notarzt rufen müssen. Personal muss auch gepflegt werden, Personal muss auch unterstützt werden. Und das ist ganz wichtig in der Pflege, dass wir hinter dem Personal stehen. Wir haben jetzt die Politik gehört, jetzt hören wir die Medizin. Frau Behringer als Palliativmedizinerin, Ihr Statement bitte. Ja, das war ja schon mal eine gute Moderation, hat schon einiges vorweggenommen, weil nachher auch noch Pflegekräfte sich zu Wort melden. Ökonomie, Fallpauschalen ist mein Lieblingsthema, aber das ist nicht heute zu vertiefen. Wir hören jetzt weiter sozusagen Informationen über die praktische Anwendung. Was kann man machen? Sehr geehrter Herr Schell. Sehr geehrter Herr Schell, ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute hier aus Bochum herkommen durfte, über meine Erfahrungen zu berichten. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin und sehr geehrte Frau Ministerin, ich bin als Palliativärztin, Hausärztin in Bochum tätig, arbeite schwerpunktmäßig, palliativmäßig im palliativärztlichen Konsiliardienst und leite aber auch das ambulante Ethikkomitee Bochum. Und das ambulante Ethikkomitee Bochum beschäftigt sich bei vielen seiner Beratungen mit Patienten, die sich in akuten medizinischen Notfällen oder aufgrund einer demenziellen Entwicklung nicht selber äußern können. Leider liegt dann häufig keine Patientenverfügung vor. Oder diese scheint auf diese aktuelle Situation nicht zuzutreffen. Oder eine vorhandene Patientenverfügung ist gar nicht beachtet worden. Ohne eine gesundheitliche Vorsorgeplanung besteht die Gefahr, dass wir einem Menschen erheblich schaden, wenn wir ihm medizinische Maßnahmen zumuten oder vorenthalten, obwohl wir über seine Lebensziele nicht genügend wissen. Nicht zu vergessen ist die Verantwortung von Angehörigen und Betreuern. Es ist eine erhebliche Belastung, Entscheidungen für Schutzbefohlene treffen zu müssen, wenn es hierfür wenige Grundlagen gibt. Hinzu kommt die Belastung der Pflegerinnen und Pfleger. Sie sind in akuten Notsituationen der Bewohner häufig auf sich allein gestellt und geraten in ethische Konflikte. Wir wollen Menschen dazu verhelfen, dass sie auch dann so behandelt werden können, wie es ihren Vorstellungen entspricht, wenn sie sich aus gesundheitlichen Gründen nicht selber dazu äußern können.
Die Antworten auf folgende Fragen wären wichtig, um im Sinne von nicht entscheidungsfähigen Menschen ärztliche und medizinische Entscheidungen zu treffen. Wie gerne lebt ein Mensch? Wie steht er zu seinem eigenen Sterben? Welche krankheitsbedingten Zustände sind für ihn nicht mehr lebenswert? Wie viel darf die Medizin helfen, das Leben zu verlängern? Wünscht er eine Reanimation, Beatmung oder intensivmedizinische Therapie? Möchte er lebensverlängernd behandelt werden, aber nicht um jeden Preis? Oder ist das Sterben erlaubt und sollen nur belastende Symptome behandelt werden? Ich möchte nun über Grundlagen von Behandlung im Vorausplan aufführen. Ich möchte einmal den Begriff der relationalen Autonomie erklären, einen Fachbegriff. Aber Menschen müssen befähigt werden, zu solchen Fragen autonome, selbstständige Entscheidungen zu treffen. Autonomie kann man nicht als einfach gegeben angenommen werden, sondern sie muss ermöglicht werden. Schon im Alltag treffen wir gewichtige Entscheidungen, indem wir mit verschiedenen Menschen das Gespräch suchen, die uns zuhören, uns widersprechen, konfrontieren, nachfragen und zu verstehen versuchen. Für die gesundheitliche Vorsorgeplanung im Sinne von bei Zeiten begleiten, bieten sich speziell geschulte Mitarbeiter aus Pflegeeinrichtungen, das sind häufig Mitarbeiter aus dem sozialen Dienst, an, das Gespräch mit Bewohnern der Pflegeeinrichtungen zu führen. Sie stellen intensiv erarbeitete, konkrete Fragen zu den allgemeinen Lebenszielen, aber auch zu Behandlungswünschen in akuten Notfällen oder schweren Erkrankungen mit gleichzeitiger Entscheidungsunfähigkeit. Durch Gesprächstechniken wie das Zuhören, Warten, Zusammenfassen und Spiegeln treten Sie mit dem Pflegeheimbewohner in Beziehung und ermöglichen seine Autonomie und Entscheidungsfindung. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Behandlung im Vorausplan ist auch die Netzwerkbildung. Die enge Zusammenarbeit mit Pflegekräften, Hausärzten, dem ärztlichen Rettungsdienst und den Krankenhäusern ist grundlegend, damit der Wunsch des Patienten jederzeit respektiert und sicher umgesetzt wird. Und das Ganze führt zu einem Kulturwandel. Die Behandlung im Vorausplanung, Implementierung greift in festgefügte Ablaufstrukturen und Organisationsstrukturen der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ein. Sie zielt auf Mentalitätsveränderungen, Haltungsfragen und Selbstüberprüfung im Umgang mit dem Tod und dem Sterben sowie der frühzeitigen Planung der gesundheitlichen Vorsorge am Lebensende. Dafür gibt es ganz wichtige Voraussetzungen und die erste ist die intensive Schulung von Gesprächsbegleitern aus den Pflegeeinrichtungen. Hierzu gehören neben konkreten Vorbereitungen und einer theoretischen Beschäftigung mit dem Thema ein 3-Tages-Workshop, in welchem neben Grundlagen vor allem die Gesprächsbegleitung trainiert wird. Und im Anschluss ist die Durchführung von 20 Gesprächsbegleitungen gefordert mit 6 Supervisionen und einer Prüfung. Ich darf nur aus eigener Erfahrung sagen, dass das ein ganz anstrengender, harter Prozess ist, wo wirklich viel gelernt werden muss, bei dem auch 6 Supervisionen nicht reichen und 20 Gespräche auch nicht, sondern wir müssen ja dafür sorgen, dass die Gespräche so gut sind, dass wir uns darauf verlassen können und der Wille dann wirklich so auch dokumentiert werden kann. Eine weitere Voraussetzung ist, oder ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Behandlung im Voraus planen, auch in Bochum ist es so, wir sind also eine Group of Inspired People, also wir sind begeistert in unserem Ethikkomitee und wir bringen da jede Menge in Bewegung, aber, und das bemerken wir auch, im Verlauf des Implementierungsprozesses und der Netzwerkbildung braucht es aber auch eine Bereitschaft zur Rollendiversifizierung, um neben der Rolle des Initiators eine ergänzende Rolle der professionellen Prozesssteuerung zu sichern. Somit ergibt sich die Notwendigkeit eines Behandlung im Vorausplan Koordinators. Und der hat ganz wichtige Aufgaben.
Ja, dazu gehört die Aneignung der Grundlagen, Ziele und Vorzüge von Behandlung im Voraus planen. Er braucht eine Fähigkeit zur Übermittlung der Kernbotschaften. Er muss Kontakt aufnehmen zu den Leitungen und Geschäftsführungen von Einrichtungen der stationären Pflege in Bochum. Er muss sich um die Vernetzung und Kooperation mit anderen Diensten und Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens kümmern. Kontaktaufnahmen zur Feuerwehr, zum Leiter des ärztlichen Rettungsdiensten, zu Krankenhausabteilungen, zu Krankenhäusern und Ärztenetzen zum Beispiel. Es ist auch ein interprofessioneller Qualitätszirkel notwendig, welcher kontinuierlich an der Prozessoptimierung arbeitet. Die Pflegeeinrichtungen müssen unterstützt werden bei der Implementierung von Behandlungen im Vorausplan. Es müssen Flyer erstellt werden, Angehörigenabende organisiert werden. Auch die Gesprächsbegleiter, die schon arbeiten, benötigen regelmäßige Qualitätszirkel und es bedarf auch einer Dokumentation von all den Dingen, die passieren. Es muss auch dafür gesorgt werden, dass Standards aufrechterhalten werden und auch ein Beschwerdemanagement muss möglich sein. Es müssen an Konferenzen teilgenommen werden und auch Öffentlichkeitsarbeit ist nötig. Die gute Nachricht ist, das Thema Vorsorgeplanung im Hospiz- und Palliativgesetz, was schon erwähnt wurde, dass eben dass Krankenkassen Pflegeeinrichtungen finanziell unterstützen, bei zum Beispiel Stellen von Menschen, die eben diese Vorsorgeplanung in den Pflegeheimen machen. Aber leider fehlt die Finanzierung von Schulungen, aber auch die notwendige Finanzierung eines Projektkoordinators. Und das ist nicht vorgesehen im Moment. In Bochum nehmen 4 Seniorenheime und eine Pflegeeinrichtung für Menschen mit geistigen Behinderungen mit insgesamt 6 Personen an dem Projekt teil. Zusätzlich beteiligen sich 6 Mitglieder des ambulanten Ethikkomitees. Bei der Ausbildung sind wir in erheblichem Maße durch das Team von Professor Inderschmitten unterstützt worden, welches uns die Grundlagen und Ausbildungen durch sehr bescheidene Honorarforderungen ermöglicht hat. Und trotzdem ist das Durchführen valider Gespräche ein erheblicher Lernprozess und regelmäßige Supervisionen, Fortbildung und Qualitätszirkel sind dringend erforderlich. Hierzu investiere ich, aber auch meine Kollegen im ambulanten Ethikkomitee einen erheblichen Teil der Freizeit sozusagen ehrenamtlich. Patientenverfügungen, die aufgrund unzureichender Kenntnisse und Beratung erstellt worden sind, sind wirklich gefährlich. Und mindestens aber nutzlos. Die Schulungen von Hausärzten, Betreuungsvereinen, die Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Rettungsdienst und der Feuerwehr sowie den Krankenhäusern erfordern viel Zeit. Ein Grundwissen über Netzwerkarbeit ist zwingend, divergierende Interessenslagen zusammenzuführen und einen Interessenausgleich auf gleicher Augenhöhe zu sichern. Die Projektleitung muss den Umgang mit Widerständen kennen und über Handlungsstrategien und Kommunikationskonzepte verfügen. Ohne eine solche Unterstützung wird das Projekt nicht funktionieren. Dankeschön. Ja, wir müssen uns weiter mit dem Mikrofon begnügen. Inzwischen ist aber Herr Petrauschke, unser Landrat vom Rheinkreis Neuss, gekommen. Sie werden nachher noch Gelegenheit haben, etwas zu sagen in Verbindung mit Frau Mandt, die vom Seniorenhaus Lindenhof hier ist. Wir spielen dann auch einen kleinen Film ein. Wird also spannend, wenn wir sehen, was der Rheinkreis Neuss schon auf den Weg gebracht hat. Ja, Frau Bühner, vielen Dank. Sie haben es angesprochen. Wir haben einen Kulturwandel. Ein Kulturwandel, den wir in den 40 Jahren, die wir jetzt beruflich tätig sind, erlebt haben. Früher hatten wir noch Familien, wo der Patient zu Hause sterben konnte, zu Hause sterben durfte. Da war natürlich die medizinische Großversorgung nicht so da wie heute. Wir hatten keine Beatmung, wir haben keine Infusionshaus machen können. Heute haben wir die Medizin, die alles kann, die alles können will. Die Medizin, die aber nicht verlieren kann. Und die Ärzte müssen begreifen, dass man auch verlieren muss ab und zu. Das habe ich mehrfach hier schon gesagt. Wir müssen auch erkennen, wann zu Ende ist und dann den Menschen gehen lassen. Das ist ein gewisser Kulturwandel. Wir haben die Palliativstationen, wir haben die Vorsorgeverfügung. Das ist sehr, sehr wichtig. Das brauchen wir schon aus gesetzlichen Gründen, um uns abzusichern.
aber das Menschliche darf uns nicht verloren gehen. Herr Innerschmitten, Sie sind der Fachmann mit den, Dankeschön. Den Titel jemand. Lieber Herr Schell, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Herr Sahn, Frau Staatssekretärin, Frau Ministerin, Herr Landrat und vor allem sehr geehrte Damen und Herren. Sie hören noch nichts. Ein bisschen höher. So, ich bin länger. Ein langes Ende. Vieles ist jetzt schon gesagt worden. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ältere, fragile oder chronisch kranke Menschen, gerade im Altenheim, erleiden zuweilen gesundheitliche Krisen, in denen sie nicht mehr selbst entscheiden können, was mit ihnen geschehen soll. Sie werden dann häufig, in meiner Erfahrung als Hausarzt, der in zwei Altenheimen sehr intensiv tätig ist, lebensrettend behandelt, weil das der Standard ist, der in diesen Häusern angewendet wird und auch angewendet werden muss, doch ohne dass wir wissen, ob sie damit einverstanden sind oder nicht. Das passiert in meiner Praxis regelmäßig, kann ich das beobachten. Die Folge von lebensrettenden Behandlungen kann eine Wiederherstellung der bisherigen Gesundheit sein. Das ist meistens willkommen, nicht immer. Aber auch ein jahrelanges Siechtum. Viele ältere Menschen wollen nicht aufgrund solcher gut gemeinter lebensrettender Eingriffe der Medizin ein solches Siechtum erleiden müssen. Sie würden die Lebensrettung ablehnen und in einer Krisensituation lieber sterben dürfen, wenn Sie die Gelegenheit erhalten würden, dies zu entscheiden. Lebensrettende oder lebensverlängernde Behandlung zu erbringen, die von den Betroffenen gar nicht gewollt wird, ist qualitativ schlechte Versorgung. Gleiches gilt natürlich auch für die Unterlassung von eigentlich noch gewollter Behandlung mit dem Ziel der Lebensverlängerung, die vorenthalten wird. Auch das gibt es in Altenheimen. Das Mittel der Wahl, Menschen zu ermöglichen, selbst zu bestimmen, was mit ihnen geschehen soll, nämlich Ziel und Umfang künftiger Behandlung in Krisensituationen im Voraus festzulegen, ist die Patientenverfügung. Aber in der Weise, wie wir bisher damit umgehen, und bisher heißt in den letzten immerhin 50 Jahren, die ist 69 erfunden worden und seit den 70er Jahren wird sie bei uns propagiert und es gab Enquete-Kommissionen und ganz viele Expertenkommissionen und es gibt seit acht Jahren ein Gesetz dazu. Und trotzdem, in der Weise, wie wir bisher damit umgehen, hat die Patientenverfügung die in sie gesetzten Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllt. Das zeigen persönliche Eindrücke von uns Praktikern und das zeigt aber auch die Wissenschaft. Patientenverfügungen sind immer noch sehr wenig verbreitet. Für viele der Krisensituationen, mit denen wir es gerade im Altenheim zu tun haben, sind sie gar nicht geeignet und die Menschen wissen das nicht. Die Menschen unterschreiben die Patientenverfügung und sie denken, sie hätten alles geregelt und die Angehörigen denken, sie hätten alles geregelt. Und wenn es dann richtig am Brennen ist, dann werde ich angerufen und gesagt, wieso kann das denn schiefgehen? Wir hatten doch eine Patientenverfügung. Wir sind hier wirklich in einer Bringschuld, weil die Leute uns vertrauen und sie vertrauen uns bezüglich der Patientenverfügung bisher zu Unrecht. Tatsächlich sind Patienten, und ich spreche jetzt von Formularen, wie sie in Deutschland sehr verbreitet sind, zum Beispiel dem Formular des Bundesministeriums für Justiz, der christlichen Patientenvorsorge, der bayerischen Patientenverfügung. Da ist die Ärztekammer Nordrhein ist es eines wie das andere, weil die Kultur von Behandlung im Vorausplan bisher in Deutschland noch gar nicht gedacht und umgesetzt wird. Das ist kein böser Wille, sondern das ist ein bisher einfach unbeleuchtetes Feld und bisher noch nicht gedachtes Feld. Patientenverfügungen sind bisher meist so formuliert, dass sie in den typischen Situationen, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen, gerade nicht hilfreich sind. Wenn man die Formulierung genau anguckt, dann betrifft sie Situationen, in denen meistens nur sehr wenig noch zu entscheiden übrig ist. Das, wo es wirklich schwierig ist zu entscheiden, das wird in diesen Patientenverfügungen bei genauem Hinsehen gar nicht adressiert. Und das ist vielen durch die jüngsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs gerade in den letzten 12 Monaten deutlich geworden. Vor allem wissen wir aber in der Regel gar nicht, und das finde ich noch viel schlimmer, als dass sie wirkungslos sind, ob Patienten überhaupt verstanden haben, was in ihrer Patientenverfügung steht. Das liegt daran, dass viele Verfügungen ohne oder mit ungenügend qualifizierter Beratung durchgeführt oder unterschrieben werden. Bei allen anderen medizinischen Entscheidungen hat der Patient ein gesetzliches Anrecht auf eine gründliche Beratung vorab. Die wird mal mehr, mal weniger gründlich gemacht, das kennen Sie wahrscheinlich alle. Aber das Anrecht ist da und niemand zieht das in Zweifel. Es gibt keinen guten Grund, das bei Patientenverfügung anders zu handhaben und doch tun wir das Tag aus, Tag ein.
Damit eine Patientenverfügung alle wichtigen Bereiche abdeckt, also alle relevanten, alle später entscheidungsrelevanten Bereiche abdeckt und auch wirklich verstanden worden ist, braucht es eine qualifizierte Gesprächsbegleitung, die bestimmten Regeln folgen muss. Das kann nicht irgendwas sein. Das kann nicht sein, denken Sie mal drüber nach oder haben Sie jetzt drüber nachgedacht, dann können Sie hier unterschreiben. Da muss man sich wirklich mit befasst haben. Wir nennen diesen Gesprächsprozess Behandlung im Vorausplan. Das ist einfach der Name, den wir diesem Prozess gegeben haben. Und es geht wirklich um diesen Gesprächsprozess, der zwischen der Person und dem Berater stattfindet. Diese Gesprächsbegleitung ist sehr anspruchsvoll. Unsere jahrelangen Erfahrungen mit regionalen Projekten in verschiedenen Regionen, gerade der letzten 12 Monate, und Bochum ist eine ganz wichtige davon, zeigen uns, dass es selbst erfahrenen Ärzten nicht leicht fällt, die jetzt sozusagen vorangehen, um sich als Trainer schulen und qualifizieren zu lassen, dass es selbst denen nicht leicht fällt, so mit Patienten zu sprechen, dass sie tatsächlich wirksame und authentische, also verlässliche, valide Festlegungen für die Zukunft machen können. Woran liegt das? Das liegt daran, dass viele ältere Menschen gar nicht wissen, was auf sie zukommen könnte. Woher sollten sie das auch? Das muss ihnen erst sorgfältig erklärt werden. Präzise und doch mit einfachen Worten. Dabei können Informationen sehr leicht missverstanden werden. Dieselbe Prognose zum Beispiel, unterschiedlich dargeboten als Chance oder als Risiko, führt bei derselben Person zu ganz unterschiedlichen Reaktionen und Festlegungen. Da gibt es wunderschöne Studien zu. Wenn Sie 100 Personen fragen, ich habe hier eine Maßnahme, eine Behandlung, die Sie sich unterziehen können, die hat eine 80-prozentige Chance, dass Sie dabei sterben. Wollen Sie das machen? Dann sagen viel mehr Leute nein, als wenn sie genau denselben Sachverhalt mit anderen Worten darstellen, nämlich sie haben eine 20-prozentige Chance zu überleben. Dann sagen viel mehr Leute ja. Aber das kann doch nicht sein, dass wir auf solchen Grundlagen Patientenverfügungen unterschreiben. Da muss man in einer praktisch gekonnten, qualifizierten Weise, das muss man kennen, solche Missverständnismöglichkeiten. Und man muss sie voraussehen, man muss sie bemerken und man muss sie Schritt für Schritt ausräumen, bis derjenige wirklich an der Sache richtig dran ist und versteht, was gerade zu entscheiden ist. Das darf nicht passieren. Das ist Aufgabe eines Gesprächsbegleiters für Behandlung im Vorausplan, so lange mit dem Patienten gemeinsam zu arbeiten, bis er oder sie die Prognose richtig verstanden hat. Und es gibt noch einen weiteren Punkt. Es fällt vielen, gerade älteren Menschen, schwer, etwas auszusprechen, was sie für anstößig oder sonst wie sozial unerwünscht halten. Und das möchte ich für Sie an einem Beispiel illustrieren. Vielleicht auch einfach, dass Sie mal einen Begriff davon bekommen, wie so eine Gesprächssituation aussehen könnte. Und ich möchte darauf hinweisen, das sind jetzt 3 Minuten eines einstündigen Gesprächs, was wir mit dieser Dame geführt haben. Und Sie kriegen nur einen ganz kleinen Gesprächsausschnitt gezeigt. Jetzt die Damen und Herren hier wollen sich vielleicht umdrehen einmal. Ich bin dieser Patientin sehr dankbar, dass sie uns ermöglicht, das anzugucken. Dieser kurze Ausschnitt aus einem einstündigen Gespräch zeigt verschiedene Dinge, über die man, glaube ich, lange sprechen könnte. Zunächst mal wird für mich deutlich, dass diese Patientin einen klaren Gestaltungswunsch hat, was künftige Therapie angeht. Die weiß auf gewisse Weise, was sie will. Es fällt ihr aber nicht leicht, darüber zu sprechen, weil sie fürchtet, sie könnte zu rigoros erscheinen. Das heißt, es bedarf einer gewissen Anstrengung, wenn Sie so wollen, eines geburtshilflichen Prozesses, um ihr das Vertrauen und das Zutrauen zu geben, diese Dinge auszusprechen, die sie mit sich herumträgt. Das braucht Pausen, das braucht Ermutigung, das braucht manche, ich sag mal, Probeinterpretationen, das braucht auch die Bereitschaft, die Probeinterpretation wieder zurückzunehmen, wenn ich merke, das hat es nicht getroffen. Das ist eine sehr sorgfältige Gratwanderung von Führen und Zuhören, um wirklich der Patientin dahin zu folgen, wo sie mich eigentlich haben möchte. Ihr Wunsch, in gesundheitlichen Krisen nur mit dem Ziel der Linderung, also nicht mehr lebensverlängernd behandelt zu werden, den ich jetzt hier gerade rausgehört habe, darauf möchte ich jetzt vor allem besonders hinweisen. Dieser Wunsch steht dem typischen alten Ablauf in Altenheimen diametral entgegen. Denn Sie müssen sich klar machen, diese Frau hier, die ist nur fragil, die ist nur gefallen, die hat einen Knochenbruch gehabt, die ist internistisch vollkommen gesund. Eine lebensrettende Behandlung bei dieser Frau hätte also die besten Chancen. Es ist einfach nur so, sie möchte sie nicht mehr wahrnehmen, weil sie lebenssatt ist und den Wunsch hat, heimgehen zu dürfen.
Und das unterscheidet, und ich glaube, das ist noch von vielen, die sich damit beschäftigen, noch nicht ganz gewürdigt worden, das unterscheidet Behandlung im Vorausplan von Palliativmedizin. Diese Frau ist keine Palliativpatientin. Und diese Frau kann, wenn sie bei Bewusstsein ist, mit dem Rettungshubschrauber meinetwegen auf Intensivstation geflogen werden, wenn sie mir das sagt. Aber sie hat den Wunsch, dass in einer Situation, wo sie sich nicht mehr äußern kann, ungeachtet der besten medizinischen Prognose, auf wirkliche Lebensverlängerung verzichtet wird. Entgegen dem akutmedizinischen Standard, der aus guten Gründen in Deutschland, in diesem Raum und auch im Altenheim herrscht. Und das zu ermöglichen, das ist der Raum, den ich hier auch angesprochen habe, und das zu ermöglichen, ist in Deutschland sehr, sehr ungewohnt. Und darum, glaube ich, ist es ein solcher kultureller Wandel, der hier erforderlich ist, diese Räume zu eröffnen. Wir haben noch vor wenigen Jahren über Reichweitenbegrenzung gesprochen im Deutschen Bundestag. Und das ist genau das Gegenteil von Reichweitenbegrenzung, was Sie hier gerade gesehen haben. Das ist Ermöglichung unbeschränkter Reichweite auf dem Boden des Wunsches dieser Frau. Diese Frau könnte, diese Dame könnte ihre Behandlungswünsche auf keinem mir bekannten herkömmlichen Formular dokumentieren. Ich habe sie gerade alle aufgezählt. Wir haben daher für Behandlungen im Vorausplan eigene Formulare entwickelt, die das Ergebnis solcher Gespräche auch angemessen abbilden und angemessen differenziert abbilden. Die sind aber auch scharf, diese Formulare. Das heißt, da steht jetzt drauf bei dieser Frau, ich möchte bei jeglicher lebensbedrohlicher Krise, in der ich mich selber nicht mehr äußern kann, nicht mehr lebensverlängernd behandelt werden. Es wäre fatal, wenn ich die Frau missverstanden hätte. Dann würde das nämlich durchgeführt, weil das Altenheim lernt, sich genau an diesen Bogen, an dieses Kreuzchen bei einer bestimmten Option zu halten. Und wenn ich das Gespräch oberflächlich geführt hätte, wenn ich das Erste, was sie mir zuruft, einfach aufgeschrieben hätte, dann würden wir sie nicht retten, ihr Leben nicht verlängern, obwohl sie das gerne wollte. Und ich habe in meiner privilegierten Tätigkeit als Coach von lernenden Gesprächsbegleitern bestimmt schon 5 oder 10 Mal gesehen oder schon öfter, dass ein Patient erstmal sagt, so wie viele das sagen würden, eine lebensverlängernde Behandlung, das will ich natürlich nicht, weil die Menschen im Kopf haben, dass lebensverlängernde Behandlung was mit absurder Apparatemedizin zu tun hat. Da sind Bilder in Köpfen, denen wir nachspüren müssen, die wir verstehen müssen. Wir müssen die Leute da abholen und ihnen dann erklären, was hier tatsächlich mit gemeint ist. Und viele sind dann ganz erschrocken und sagen, nee, das will ich natürlich schon, wenn das Aussicht auf Erfolg hat. Das heißt, was Sie hier gehört haben, ist im Grunde ungewöhnlich, dass jemand so radikal wirklich Lebensverlängerung ablehnt. Sie hören einfach die verschiedensten Dinge, Sie hören einfach das, was der betreffende Mensch gerne möchte, wenn man danach fragt. Und das ist das Ergebnis langer Übung, das zu ermöglichen. Der neue Paragraph 132 GSGB V, über den haben wir jetzt heute schon viel gehört, den wir ganz wesentlich, das bin ich dankbar, hier mal ganz deutlich sagen zu dürfen, der Initiative von Frau Staatssekretärin Wiedmann-Mautz verdanken, bin ich Ihnen auch persönlich sehr dankbar für, ermöglicht Pflegeheime und Einrichtungen der Behindertenhilfe, solche aufwendigen und anspruchsvollen Gespräche zulasten der Krankenkasse mit allen Bewohnern zu führen. Die Verhandlungen sind noch im Gange. Wir Wissenschaftler und Experten, wenn Sie so wollen, warnen davor, Behandlungen im Voraus anzubieten, ohne die Gesprächsbegleiter entsprechend sorgfältig geschult und zertifiziert zu haben. Wir haben ein entsprechendes Modellcurriculum für die Schulung entwickelt und arbeiten auch ständig weiter an dessen Verbesserung. Wirksame Patientenverfügung in einer Region einzuführen, bedeutet einen kulturellen Wandel für alle beteiligten Akteure und Einrichtungen, für die Altenheime, für die Hausärzte, für den Rettungsdienst, für die Krankenhäuser, für die Berufsbetreuer, für die Vormundschaftsrichter und so weiter und so weiter. Wir machen an allen Orten die Erfahrung, dass es jemanden in der Region braucht, und da möchte ich einfach nochmal unterstreichen, was Frau Behringer gesagt hat, der die Verantwortung dafür übernimmt, dass dieser kulturelle Wandel auch tatsächlich auf allen erforderlichen Ebenen stattfindet. Wir nennen diese Rolle den Koordinator für Behandlung im Vorausplan. Und diese Rolle wird durch den Paragraph 132 GSGB V nicht explizit finanziert werden. Und ich glaube, das macht auch gar nichts, weil es eine Ermöglichung ist, erstmal ein Ermöglichungsgesetz. Das bindet uns nicht die Hände und Arme. Das ist bei vielen Gesetzen so. Es ist einfach erforderlich, dass die Regionen, in denen das jetzt umgesetzt werden soll, und die Länder, in denen das umgesetzt werden soll, sich jetzt daran machen und das, was noch fehlt, erstmal nachlegen. Das Gesetz ist ja nicht für alle Ewigkeit festgeschrieben. Vielleicht kommt der Koordinator ja in 5 oder 10 Jahren noch hinterher. Aber bis dahin, wenn das funktionieren soll, und das würde ich gerne denen, die hier gestalten können, mitgeben, dann braucht es in der Region, in Neuss-Süd, in Nordrhein-Westfalen, braucht es Projektkoordinatoren, die diesen Wandel gestalten. Und da müssen, wenn es passieren soll und wenn die Bekenntnisse, die wir hier und dort hören, ernst gemeint sind,
Da müssen die, die Geld haben, sich zusammensetzen, die Kassen, die Träger, die Politiker, die Kommunalpolitiker, die Landespolitiker müssen sagen, okay, wer legt das jetzt auf den Tisch? Machen wir es zusammen oder macht es einer? Wer ist hier besonders engagiert? Das kann auch in Neuss jemand anders sein als in Grevenbruch. Das ist im Grunde wurscht. So erleben wir das im Moment. Es gibt ja aktive Gruppen und Kassen. Hier ist die AOK vorne, da hat die Techniker was. Und beim Dritten ist die Caritas derjenige, der Dinge voranbringt. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das ganz schön in unserem Land. Aber da, wo einer die Nase vorne hat, da muss der sagen, und hier stellen wir jetzt die Person, die schon XY macht, dafür ab. Die macht jetzt mit einer halben Stelle auch noch Projektkoordination. Nur dann wird diese Veränderung wirklich möglich sein. Der 132G bietet also die Chance, dass in Einrichtungen lebende Menschen so behandelt werden, wie Sie das wollen. Ich bin sehr froh, dass es im Moment ein Kann-Gesetz ist, Frau Ministerin, weil ich glaube, es wäre gar nicht möglich, daraus im Augenblick eine Verpflichtung zu machen, weil ich den Weg, den wir hier zu gehen haben, als sehr, sehr weit ansehe. Es wird vor allem an der Kommunalpolitik, der Landespolitik und den Akteuren vor Ort liegen, ob diese Chance genutzt oder vertan wird. Vielen Dank für Ihre Ohren. Ja. Herr Innerschwind, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben mit einer Patientin gesprochen, die internistisch gesund ist, die geistig noch fit ist. Wir erleben es aber auch vielfach, dass die Patienten dann in der Demenz sind und dann sind die Angehörigen unser Ansprechpartner. Und wir müssen dann uns danach richten, was der mutmaßliche Wille des Patienten ist. Ich habe eine Patientin, die ist 85 Jahre alt, hat ein Dickdarmkarzinom und blutet ständig. Sie hat sich verweigert zu operieren. Sie sagt, ich bin alt genug, ich möchte sterben. Brauche ich eine Patientenverfügung? Ich habe gesagt, nein, brauchen Sie nicht. Wir haben mit Ihren Kindern alles besprochen. Sie haben mir gesagt, dass Sie sterben wollen. Wann werde ich sterben? Ich sage, morgen vielleicht mit einem Blutsturz. In 4 Monaten, wenn Sie eine Anämie haben und dann das Gehirn langsam aussetzt, oder vielleicht auch in einem Jahr. Wir wollen die Zeit noch genießen mit der Familie. Sie lebt alleine, wird von den Kindern versorgt täglich. Wir wollen die Zeit noch genießen und in Ruhe den Tod erwarten. Wichtig ist, dass Sie nicht den Notarzt rufen, dass Sie einfach dann, wenn es zum Blutschuss kommt, sich hinlegen und einschlafen können. Das ist ganz wichtig, dass die eine Seite der internistisch Kranken und dann der noch Gesunden, wo wir viel Zeit aufbringen müssen, die wir als Hausärzte aber leider nicht immer haben. Und das ist ein ganz großes Dilemma, dass wir das nicht haben. Dann gehen die Patienten zum Notar, werden dort beraten, zahlen viel Geld und rauskommt etwas, was wir dann im täglichen Leben nicht gebrauchen können. Das ist leider so. Vielen Dank. Ja, Herr Petrauschke, Sie haben das Wort. Ja, unser Landrat. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, Frau Staatssekretärin, Herr Schell, Herr Sahnen, Herr Verführt, sehr geehrte Frau Behringer, meine Damen und Herren. Wir haben schon eine besondere Zeit. Also heute ist bei uns zum Beispiel im Rheinkreis Neuss, glaube ich, Ministertreffen und Staatssekretärstreffen. Deswegen bin ich dann gleich auch nochmal wieder weg. Ich weiß gar nicht, was los ist im Moment. Also ich verstehe das nicht so ganz. Eins weiß ich aber, Herrn Schell gelingt es unabhängig davon, ob wir kurz vor Muttertag stehen oder nicht, immer eine interessante Gesprächsrunde zusammenzustellen und immer wieder Themen anzusprechen, die sich im Laufe der Zeit auch verändern. Ich bringe öfter mal das Beispiel, dass der Rheinkreis Neuss als Träger von 2 Senioreneinrichtungen ein Altenheim mal Anfang der 60er Jahre übernommen hat. Da stand in dem Heimaufnahmevertrag, sobald Pflegebedürftigkeit eintritt, muss man das Haus verlassen. Also das ist noch nicht ewig her. Um nur deutlich zu machen, wir gehen immer davon aus, so wie es heute ist, war es immer. Das ist mal ganz, so eine ganz ungewöhnliche Situation. Und es ändert sich eben dauernd etwas. 2003 hat der Rheinkreis Neuss mit seiner Heimaufsicht jedenfalls schon mal eine Tagung unter dem Titel Sterben im Heim, Strafrecht kontra Ethik durchgeführt. So weit von dem Thema sind wir heute eigentlich auch nicht weg. Und Inder Schmitten, der ist uns ja auch gut bekannt, der hat uns ja auch begleitet in einer anderen Form als das Projekt, über das ich gleich noch ein paar Sätze sagen möchte.
Muss ich den Notarzt rufen? Muss ich in jedem Fall wiederbeleben? Wer darf entscheiden, wenn es um lebensverlängernde Maßnahmen geht? Das sind die Fragen, die eigentlich jeder in den Einrichtungen, eigentlich auch jeder Rettungsarzt, jeder Notarzt, der plötzlich zu einem Patienten gerufen wird, immer wieder hat und die er eigentlich ohne Vorbereitung nicht treffen könnte. Die Angehörigen tun sich auch schwer. Ich kann das von mir selber sagen. Ich bin mit meiner Schwester nicht immer ganz einig darüber, was man unseren Eltern, es lebt jetzt nur mein Vater, was man dem empfehlen soll. Soll der eine Patientenverfügung in der einen oder anderen Art auch tatsächlich machen? Weil ich schon erlebe, dass auch die Auffassung der älteren Menschen sich im Laufe der Zeit verändert. Und die Jüngeren neigen in der Regel dazu, lebensverlängernde Maßnahmen. Nein. Wenn die dann älter werden, dann ist schon die Frage, ja, also zumindest sollte man es ja vielleicht nochmal versuchen. Also insofern ist es ganz gut, dass wir das Projekt bei Zeiten begleiten, auch als Hilfestellung für das Pflegepersonal sehen, damit nicht dauernd ein Transport über den Rettungsdienst von den Altenheimen ins Krankenhaus und ein paar Tagen zurück wieder verfolgt, sondern dass man sich vorher Gedanken macht, dieses Modellprojekt bei uns in Grevenbruch gestartet und Herr Professor Dr. Jürgen Inderschmitten war dann einer der Begleiter, der Initiatoren und wir sind dann eigentlich ganz froh, dass sowas Ähnliches dann auch im Gesetz seinen Niederschlag gefunden hat. Das hat man ja auch nicht immer, dass man aus einem Projekt daraus sehen kann, dass so etwas dann bis ins Gesetz, so ähnlich jedenfalls, eine Regelung erfindet. Und gemeinsam mit unserem Bundesgesundheitsminister, den hier in Neuss eigentlich auch jeder kennt, haben wir uns das Projekt ja auch mal im Seniorenhaus Lindenhof in Grevenbruch angesehen. Und bei Zeiten begleiten ist ein ständiges Angebot für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums Lindenhof. Wer ins Heim kommt, hat nicht immer eine Patientenverfügung. Der muss die auch nicht machen. Aber er wird gebeten, eine zu machen. Oder man spricht mit ihm und fragt ihn und seine Angehörigen schon, was denn nun gemacht werden soll. Und zwar nicht erst dann, wenn der Notfall eintritt, sondern nach Möglichkeit eben vorher. Und jederzeit besteht die Möglichkeit, das auch wieder zu ändern. Auch das muss man ganz deutlich sagen. Ich habe es ja eben versucht, so aus dem eigenen Umfeld etwas deutlich zu machen. Und wir müssen dann eben auch, wenn mal ein Notarzt gerufen wird, sagen können, das ist so und so entschieden. Denn der Notarzt hat in dem Moment in der Regel keine Zeit, mal alles durchzugucken, was so in der Akte ist und wie sich ein Patient vielleicht verhalten würde oder gerne behandelt würde. Man muss sich darauf verlassen können, dass diese Patientenverfügung, wenn sie denn nun gemacht worden sind, dann auch ordnungsgemäß gemacht worden sind. Und deswegen muss der individuelle Wille für die pflegerische und medizinische Betreuung dann auch in einem entsprechenden Gespräch, wie Sie es Herr Inderschmitten eben ja auch angedeutet haben, ganz intensiv auch vorher vorbereitet werden. Das Wohl des Patienten, der Wunsch des Patienten steht ganz weit vorne und das wollen wir dann hoffen, in der nächsten Zeit auch etwas breiter zu streuen in die anderen Einrichtungen der Altenpflege, genau genommen natürlich bis hin ins Krankenhaus. Auch da gibt es ja lang Liga, wie das so schön heißt, da wäre es auch ganz gut, man wüsste es. Aber ich kann dann jetzt für mich persönlich nur wieder sagen, ich habe auch keine Patientenverfügung. Ich habe immer die Unterlagen da liegen und ab und zu fallen die mir in die Hand. Und dann denke ich, jetzt nicht. Also ich weiß auch nicht, wir könnten ja eine Abfrage mal machen. Mache ich mal einfach. Wer von Ihnen hat denn eine Patientenverfügung? Würde man sagen, ein Drittel. Hier vorne offenbar keiner, hat nämlich keiner aufgezeigt. Danke fürs Zuhören. Sie haben aufgezeigt, dann habe ich es nicht gesehen. Ja, Vorsorgevollmacht ist ja was anderes. Gut. Also, das haben meine Eltern auch gleich gemacht. Jetzt her damit. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt vieles gehört über das Seniorenhaus in Grevenbruch. Wir haben dazu einen kleinen Film auch vorbereitet. Der Herr Gröhe war vor knapp 2 Jahren in Grevenbruch, hat diese neue gesetzliche Regelung angekündigt. Und Frau Barbara Mandt, die im
Lindenhof die Beratungsarbeit macht. Er ist auch hier. Vielleicht kommen Sie mal hier zu uns. Kommen Sie mal her. Wir zeigen jetzt mal einfach den Film. Also ich finde das sympathisch, was da abläuft. Und das funktioniert auch. Und der Film zeigt mal ein bisschen, wie das dann auch geht. Oder? Ja, klar. So. 3 Minuten. Im Alter in Würde leben und irgendwann auch einmal in Würde sterben dürfen. Das ist der Wunsch vieler Menschen hier im Seniorenhaus Lindenhof. Und dafür zu sorgen, das ist der Job von Barbara Mandt. Zusammen mit ihrem Team will sie den letzten Willen der Bewohner genau so umsetzen, wie sie es wünschen. Dafür muss die Patientenverfügung jedes einzelnen Bewohners präzise und vor allem eindeutig sein. Die Gefahr ist, dass Dinge passieren, die er nicht wollte. Und wir haben in früherer Zeit, vor 2009, die Patientenverfügung letztendlich immer nur abgeheftet. Erst das sogenannte Patientenverfügungsgesetz regelt seit 2009 eindeutig, dass nur der Patient über die Form und das Ausmaß seiner Behandlung entscheiden darf und nicht etwa der behandelnde Arzt. In den Jahren vor dem Gesetz war das nicht immer so. In vielen Fällen, wenn ich so im Nachhinein dann mir die Patientenverfügung angeguckt habe und gedacht habe, mein Gott, der Mensch ist gar nicht so gestorben, wie er es gerne getan hätte, dachte ich auch, das kann nicht so richtig sein. Deswegen läuft im Seniorenheim seit 6 Jahren das Projekt bei Zeiten begleiten. Doch keiner weiß, wie lange noch. Ohne finanzielle Unterstützung kann die Beratung bald nicht mehr fortgesetzt werden. Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist der Notfallbogen. Nach mehrfachen Gesprächen mit Barbara Mandt legen die Bewohner darin genau fest, was passiert, wenn ihr Herz beispielsweise aufhört zu schlagen. Das gibt Sicherheit für Bewohner, Pfleger und behandelnde Ärzte. Er ist besonders eindeutig. Er umfasst also die gesamten Therapiemöglichkeiten, die ein Bewohner hat. Von ich will ins Krankenhaus bei jedem Notfall immer und zu jeder Tages- und Nachtzeit bis hin zu dem Punkt, ich möchte nicht mehr ins Krankenhaus, ich möchte nur noch die Palliativpflege in Anspruch nehmen, möchte keine Schmerzen, keine Angst haben, das ist selbstverständlich. Und das kann man auf einen Blick hin sehen, weil immer nur ein Kreuzchen an eine bestimmte Stelle gesetzt wird. In einer Notfallsituation sofort zu sehen, was der Patient will, ist für Notärzte bisher eine Riesenherausforderung. Wenn sie gerufen werden, müssen sie sofort helfen. Doch Pfleger und Angehörige haben die Patientenverfügung oft nicht zur Hand. Und selbst wenn, müsste erst noch die richtige Stelle gefunden werden, die zum Beispiel im Falle eines Herzstillstandes greift. Professor Dr. Jürgen Inder-Schmitten hat das Projekt mitinitiiert. Denn in vielen Gesprächen mit seinem Patienten stellt er immer wieder fest, dass viele herkömmliche Patientenverfügungen Fragen offen lassen. Deswegen sei es wichtig, jede erdenkliche Situation mit dem Patienten durchzusprechen. Bringen das dann auch informativ in die Rettungsdienste, in die Notarztzirkel, in die Krankenhäuser rein, in die Altenheime, zu den Hausärzten, damit wirklich alle Mitglieder dieses Teams, was hier versorgt, dazu beitragen können, dass Menschen so behandelt werden, wie sie das eigentlich wollen. Und genau das passiert bei Beizeiten begleiten. Dennoch könnte das Projekt bald auslaufen, denn es kostet mehr Geld, als das Heim auf Dauer zahlen kann. Einzige Hoffnung, im Herbst könnte der Deutsche Bundestag beschließen, dass er in die Förderung des Projekts mit einsteigt. So, prima. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir auch einen Blick in die Praxis genommen. Weil ich jetzt gerade das Mikrofon habe. Ich bin ja bekanntermaßen etwas ungeduldig. Wir haben eben gehört, der Wille des Patienten ist das oberste Gebot. Das hat der Bundesgerichtshof bereits in den 50er Jahren in Grundsatzentscheidungen herausgestellt. Das ist nichts Neues. Ich habe 1981 mal einen kleinen Patientenratgeber verfasst, den ersten übrigens in Deutschland. Und darin habe ich eine Patientenverfügung vorgestellt von Uhlenbrock, Professor Uhlenbrock. Seitdem ist nichts Entscheidendes passiert. Die Regelungen über die Patientenverfügung, die vor Jahren neu gefasst worden sind, haben den Mangel, dass da keine Beratung vorgesehen war, obwohl es den Bosbach-Entwurf gab, der darauf abzielte. Ja, das war eine Fehlentscheidung, wenn man so will. Und jetzt kommt eine neue Regelung, die vorsieht, dass die gesetzlichen Krankenkassen bis zum 31.12.2016 genaue Regelungen vorlegen müssen, wie das umzusetzen ist. Diese Regelungen sind nicht da.
Also es ist offen, wie es ablaufen wird. Und was mir große Sorgen macht, und das war ein Streit, den wir vor Jahren schon mal geführt haben, Herr Dr. Interschmitten, ich habe gesagt, das Projekt ist an sich vernünftig, aber wenn es nicht genügend Personal gibt, das das umsetzt, funktioniert das nicht. Und weil wir jetzt schon einen Pflegenotstand haben, den ich seit vielen Jahren hier immer anspreche, sind doch einige Pflegekräfte gekommen, die uns noch mal kurz und bündig erklären wollen, dass sie einen Mangel erkennen, bereits jetzt ohne diese neue Regelungen. Und ich möchte diese Pflegekräfte jetzt bitten, mal hier nach vorne zu kommen. Sie haben hier ein Banner vorgestellt. Gefährdungsanzeige, eine bundesweite, ist in Gang gekommen. Die Pflegekräfte wollen aufzeigen, dass es in der Pflege dringend Handlungsbedarf gibt. Und ich halte es immer für wichtig und notwendig, dass auch die Pflege hier zu Wort kommt. Und ich übergebe jetzt einfach mal das Mikrofon und dann hören wir mal. Ja, herzlichen Dank erstmal, Herr Benaschel, für die Einleitung. Insgesamt habe ich ein kleines Schreiben vorbereitet, um eben die Kampagne und uns nochmal vorzustellen. Sehr geehrter Herr Schell, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Wiedmann-Mautz und sehr geehrte Frau Steffens. In den letzten Jahren bin ich mit zahlreichen Menschen in diesem Land im bundesweiten Personenbündnis Pflege am Boden aktiv gewesen. Und wir haben am 24. September 2016 den Verein Pflege in Bewegung gegründet, mit dem wir den eingeschlagenen Weg der Aufklärung weitergehen und mit dem wir zunehmend den politischen Dialog suchen und führen werden. Gemeinsam mit dem Verein Wir, Vereinigung pflegender Angehöriger Deutschland, haben wir die Aktionskampagne Bundesweite Gefährdungsanzeige umgesetzt. Unterstützt und begleitet wurden wir hierbei von der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, der Siegener Initiative Wahre Gesundheit, da hilft nur noch beten, und durch einige Städte von Pflege am Boden. Am kommenden Freitag, also übermorgen, am 12. Mai, das ist der internationale Tag der Pflege, werden wir mittags eine Aktionsveranstaltung am Brandenburger Tor durchführen und im Anschluss werden wir die gesammelten Unterschriften unserer Postrücklaufaktion und der Online-Petition an einen Vertreter im Bundesministerium für Gesundheit übergeben, um zu verdeutlichen, dass es Zeit ist zu handeln. In der zurückliegenden Legislaturperiode wurden zwar einiges für die Pflege getan, aber es sind lediglich erste kleine Schritte in die richtige Richtung. So war es zum Beispiel richtig, durch den Paragraf 132 GMSGB 5 die zu erwartenden neuen Leistungen für Heimbewohner zu ermöglichen. Es war auch richtig, die Dokumentationsanforderungen ein wenig zu reduzieren, sprich SIS kommt und ist in vollem Gange. Und auch zusätzliche Betreuungskräfte zu finanzieren, war ein richtiger Schritt. Eine tatsächliche Entlastung in den Kernaufgaben wurde damit aber nicht erreicht. Und auch eine ausreichende Stellendotierung, die benötigt wird, um nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gemäß dem § 11 im SGB 11 gerecht zu werden, fehlt weiterhin. Und auch wenn inzwischen erstmals lautstark von politischer Seite über Entlastung in pflegesensitiven Bereichen nachgedacht wird, darf ich hier und heute betonen, dass Entlastung nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in der stationären und ambulanten Altenpflege dringend nötig ist. Dies wird sogar vom MDS belegt, der in einer Pressemitteilung darüber informiert hat, dass bereits jetzt 200.000 weitere pflegebedürftige Personen durch die neuen Pflegegrade dazugekommen sind. Und auch die Tendenz, dass man eben zu kleineren Wohnformen übergehen möchte, wird dafür Sorge tragen, dass man mehr Personal braucht. Da wir aber schon heute einen Mangel an Pflegekräften in diesem Land haben, brauchen wir deshalb einen bundesweiten Aktionsplan, der vorhandenes Pflegepersonal mit Fachwissen im Beruf hält und gleichzeitig den Beruf für Nachwuchskräfte interessant und attraktiv macht. Das würde dann auch die Rahmenbedingungen in der Praxisanleitung deutlich verbessern können. Da es uns mit dem Verein Pflege in Bewegung um ein nachhaltiges Pflegesystem mit guter Pflege für alle geht, haben wir insgesamt 12 Strategien entwickelt für eine Zukunftspflege. Diese werden wir am Freitag erstmals am Brandenburger Tor der Öffentlichkeit präsentieren. Und im Gegensatz zum bisherigen Verlauf der Pflegelandschaft zeigt sich eben bei der heutigen Veranstaltung und dem Konzept bei Zeiten begleiten, dass sich würdevolle Pflege und Versorgung im Voraus planen und umsetzen lässt. Aber wir brauchen Pflegegruppen und parteiübergreifende Lösungen und eine gesamtgesellschaftliche Refinanzierungsbereitschaft, um nicht nur mit Projekten zu zeigen, was möglich sein könnte, sondern um es auch tatsächlich und in naher Zukunft umzusetzen. Dankeschön. Ja, meinerseits volle Unterstützung.
Es ist sozusagen die Fortsetzung dessen, was wir immer hier schon erklären. Die Pflege braucht mehr Aufmerksamkeit. Wir brauchen Personalbemessungssysteme, die bundesweit gelten. Anders ist es nicht zu machen. Und die Pflege hat einen pflegewissenschaftlichen Hintergrund und der muss erfüllbar sein. Und dazu gehört einfach mehr Personal. Da gibt es überhaupt kein Drumherumreden. Das ist eine klare Botschaft, die wir an die Politik richten müssen. Wir haben zwar heute keine Parteiveranstaltung, aber immerhin können pflegepolitische und gesundheitspolitische Anmerkungen nicht fehlen. Unser Moderator hat ja eben schon sehr richtig gesagt, wir haben ein Gesundheitssystem, das auf Fallpauschalen abstellt und den Menschen nicht in den Blick nimmt und da muss einiges verändert werden. Zuwendung ist von Menschen zu gestalten und dazu gehört einfach mehr Personal. Kurz noch. Vielleicht noch kurz als Nachtrag, ich hätte noch Unterschriftenlisten, wir haben auch Flyer ausgelegt. Ich würde den, um nicht aufdringlich zu sein, einfach nochmal auslegen und wer möchte, darf gerne noch unterschreiben. Das Ganze geht dann mit Grüßen ans Ministerium für Gesundheit. Danke. So, ich gebe mal dann die Diskussion. Ja. Vielen Dank. Vollkommen richtig, nachdenken ist schön, aber schnell nachdenken ist besser. Nicht kalle Don, heißt das hier Neues. Wir wollen noch ein bisschen diskutieren. Wir wollen auch dem Podium noch mal Gelegenheit geben, was zu den Themen zu sagen, die von anderen Mitgliedern hier gesagt worden ist. Aber ganz kurz noch Dr. Waldhausen. Dr. Waldhausen, ehemaliger Chefarzt im Etienne-Krankenhaus der Anästhesie. Ich freue mich, dass wir uns nach 30 Jahren hier wiedergesehen haben heute Abend. Ich habe von Ihnen viel gelernt, vor allen Dingen Ruhe bewahren im Notfall. Sie waren der Anästhesiechef, als ich internistischer Assistent war. Und wir haben manchen Samstag und Sonntag Dienst zusammen gehabt. Ich habe viel von Ihnen gelernt und dafür vielen Dank. Sie wollen noch kurz das Wort haben. Das geht übrigens so. Das geht. Schönen Dank, Herr Verführt. Schönen Dank, Herr Schell. Ich rede aus einer ganz anderen Perspektive. Herr Verführt hat mich vorgestellt als Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin. Die Pflege ist eine Institution in meinem ganzen Leben gewesen, der ich sehr viel Bedeutung vorgesehen hatte und in unseren Abteilungen waren alle Pfleger und Schwestern hoch ausgebildet, dass sie alles selbstständig machen konnten, wenn jetzt ein Notfall da war. Viele Schwestern und Pfleger haben junge Ärzte angeleitet. Das ist am Anfang eine Mangelsituation gewesen, aber das haben wir kontinuierlich weitergeführt. Jetzt komme ich zu einem vollkommen anderen Aspekt, der einen wesentlichen Faktor in der Verursachung der Pflegebedürftigkeit geht. In der Apothekenumschau vom 1. April war dargestellt, in Deutschland werden sehr viele Patienten, etwa 15.000 bis 30.000, apparativ beatmet und künstlich ernährt und das oft jahrelang am Leben gehalten. Gerade diese scheußliche Situation, apparativ beatmet und künstlich ernährt, nicht sterben können und nicht sterben dürfen, ist durch die künstliche Ernährung verursacht. Ich bin der Erste, der das in Deutschland ausspricht. Ich habe etwa 200 Literaturstellen in englischer Sprache und französischer Sprache darüber. In Deutschland wird das totgeschwiegen. Die Pharmaindustrie will das nicht wahrhaben. In unserem Krankenhaus 3% der künstlich ernährten Patienten sind
entweder an Multiorganversagen gestorben oder haben Nervenlähmungen bekommen, sodass sie apparativ beatmet werden mussten. Es hat 12 Jahre gedauert, bis wir das erkannt hatten. Die künstliche Ernährung ist so massiv propagiert worden von den Pharmafirmen. Das wird als lebenserhaltende Maßnahme, als notwendige Maßnahme wie das tägliche Essen dargestellt. Und die schweren Komplikationen haben wir erst sehr spät erkennen können. Als ich dann Literaturrecherchen durchgeführt habe, war ich überrascht, dass das, was ich glaubte, entdeckt zu haben, in den USA seit Jahrzehnten beschrieben war in allen Facetten. Also kurz gesagt, jeder Mensch kennt, bei Erkrankung vergeht der Appetit. Der Stoffwechsel stellt sich um von normalem Essen auf Verbrennung von Fett und Eiweiß aus der eigenen Substanz. Und jeder Mensch kennt Hühnersuppe, ist das erste oder das einzige, was in Erkrankung verzehrt werden kann. Nun gibt es eine spezielle, in der Evolution entstandene ein Mechanismus. Wenn sich der Organismus auf Verbrennung von Fett und Eiweiß aus der eigenen Substanz umgestellt hat, braucht das Gehirn Glucose. Der gesamte Körper kann Fett verbrennen. Das Gehirn braucht Glucose und die Leber muss Glucose bilden für das Gehirn, das immer Glucose braucht. Und damit jetzt die anderen Organe die Glucose, die die Leber bildet, nicht wegfressen, aus Eiweiß bildet, wird die Glucose gebildet, nicht wegfressen, wird in allen Körperzellen die Glucoseverbrennung eingestellt. Der gesamte Körper kann keine Glucose verbrennen und dann, wenn jetzt künstlich ernährt wird mit Glucose, jede künstliche Ernährung enthält Glucose im Verhältnis wie Kohlenhydrate in der normalen Nahrung, dann blockiert die Glucose die Fettverbrennung und alle Organfunktionen versagen aus ATP-Mangel. Danke Ihnen. Das war ein ganz wichtiger Faktor. In der Apothekenrundschau stehen 15.000 bis 30.000 Patienten, die künstlich ernährt und apparativ beatmet werden, als Folge dieser Nervenlähmung durch die künstliche Ernährung. Okay. Also ich habe Herrn Dr. Waldhausen angeboten, diese Ausführungen zu Papier zu bringen, Word-Datei mir schicken, ich würde die dann ins Internet stellen. Dann kann jeder nochmal nachlesen, wir können das nachprüfen. Im Fernsehen würde gesagt, Faktencheck gibt es später. Ja, Waldhausen, vielen Dank. Ich bin ja ganz bei Ihnen. Ich habe große Probleme, manchmal den Patienten oder Angehörigen zu empfehlen, eine PEG-Sonde anzulegen und rate meistens dazu, das zu lassen, in bestimmten Fällen. Wir haben viele Fragen, die jetzt hier aufgetaucht sind und ich möchte jetzt Frau Wiedmann-Mautz die Gelegenheit geben, zu einigen Fragen Stellung zu nehmen. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Verführt. Es sind jetzt so viele Themen angesprochen worden, dass ich gar nicht zu allem was sagen möchte, aber vielleicht doch nochmal, nachdem jetzt auch der Vertreter der Pflege vorgetragen hat, einfach nochmal unterstreichen, dass die Pflege endlich den Stellenwert auch in der politischen Diskussion erhalten hat, wie sie in dieser Legislaturperiode erhalten hat, ist auch einer selbstbewussteren Pflege und Pflegefachkräften in Deutschland zu verdanken. Und das ist auch eine gute Entwicklung. Ich will das ausdrücklich sagen, will aber auch noch mal unterstreichen, dass wirklich wir sowohl in der ambulanten Pflege, in der Altenpflege wie in der stationären Pflege, im Krankenhaus und die Pflege, die von Angehörigen geleistet wird, in einem Maße sozusagen in den Mittelpunkt auch von Beratungen und Entscheidungen gerückt haben, wie wir das lange nicht mehr gekannt haben. Dass vieles und manches noch nicht sozusagen umgesetzt ist, manches auch langsam wirkt, zum Beispiel Sie haben das Thema
Dokumentationsentlastung, die neue Pflegedokumentation angesprochen, die Häuser, die Einrichtungen, die Dienste, die diese neue Dokumentation anwenden, berichten mir, wir haben mehr Zeit für die Pflege am Menschen und wir werden auch wieder ja ein Stück weit ernst genommen in unserer Fachlichkeit, weil wir auch anerkannt, unsere Fachlichkeit stärker anerkannt ist im Prozess, auch in der Dokumentation. Also wichtige kleine Aspekte. Ich will aber zum eigentlichen Thema nochmal zurückkommen, weil ja nochmal gefragt wurde, also gerade eben kam der Eindruck auf, das steht im Gesetz, die Kassen haben es nicht umgesetzt, wie gesagt, Kassen und Pflegeeinrichtungen, die Organisationen der Einrichtungen müssen sich gemeinsam auf diese Rahmenvereinbarung einigen. Und das ist manchmal im Gesundheitswesen, ich beklage das auch sehr, dass wenn wir Fristen setzen, sie es nicht schaffen. Jetzt will ich aber an der Stelle auch mal sagen, wir haben jetzt, glaube ich, durch die auch Einspieler erkannt, wie sensibel, auch wie fragil dieses System ist. Und da bin ich ganz offen, da macht es mir nichts aus, wenn es 6 Monate länger dauert, ich dann aber eine Entscheidung habe, die tragfähig ist und die wir verantworten können. Denn es geht um Menschenleben, auch wenn es Menschen sind, die am Ende ihres Lebens stehen. Da will ich Sorgfalt und Qualität vor Schnelligkeit. Ich glaube, das sind wir sozusagen auch diesem neuen Instrument, mit dem wir Erfahrung sammeln müssen, ein Stück weit schuldig. Dann ist die Frage auch nochmal gekommen, immer wieder, reicht es eigentlich, also die eine erste Frage der Koordination und die andere Frage ist, das, was dann umgesetzt wird, haben wir dazu eigentlich genügend Ressourcen, humane Ressourcen, sprich Pflegekräfte und reicht das Geld dafür? Ich will Ihnen mal schildern, dass wir, die Regeln, die wir im Hospiz- und Palliativgesetz gemacht haben, sind sozusagen nicht am grünen Tisch, aber an einem runden Tisch entwickelt worden. Und da hatten wir wirklich aus allen Bereichen Praktiker und Verantwortliche am Tisch. Und interessant war, meine Frage war, wie kriegen wir eigentlich hospizliche Kultur, eine Kultur, die berücksichtigt, was Menschen am Lebensende wollen, in unsere stationären Einrichtungen? Und wie viel mehr an Geld und Personal brauchen wir dafür? Wir haben Einrichtungen der unterschiedlichsten Prägung nach Berlin eingeladen, die uns berichten sollten. Und ich habe mehrfach nachfragen müssen, aber es kam jedes Mal dieselbe Antwort. Wenn wir, nachdem wir umgestellt haben, unsere Vorgehensweisen, und das ist ja nicht nur die Pflegefachkraft und der Sozialberater, sondern es geht bis zur Reinigungskraft, bis zur Küche, zu allem in einer Einrichtung, was sozusagen den Willen respektieren muss. Nachdem wir das gemacht haben, haben wir nicht mehr Personal gebraucht. Erstaunlicherweise. Wir haben auch nicht mehr Aufwand über die sozusagen Umsetzungsphase hinaus dauerhaft gebraucht. Warum? Weil die Arbeitszufriedenheit der Belegschaft deutlich größer war, die Identifikation mit der Tätigkeit in der Einrichtung größer war, die Fehlzeiten geringer wurden und damit etwas erreicht ist, was sozusagen, man könnte jetzt sagen, ein positiver Nebeneffekt ist, aber der spürbar ist. Wenn wir Häuser mit einer guten palliativen Kultur haben, dann ist es für die Häuser, für die Beschäftigten, für die Arbeitszufriedenheit und nicht nur für die betroffenen Pflegebedürftigen von enormem Vorteil. Das heißt jetzt nicht, dass wir gesagt haben, da machen wir jetzt ein Sparprojekt draus. Nein, deshalb natürlich, wir brauchen auch in der Implementierung und für diese zusätzliche Zeit, die diese Gespräche einfach dauern, brauchen wir finanzielle Unterstützung. Ja, aber der Punkt ist, wir müssen auch schauen, dass wir diese Kultur entwickeln. Und deshalb auch oft die Frage, muss das ein Pflichtangebot in jeder Einrichtung sein? Oder kann es in der Entstehungsphase auch ein freiwilliges Angebot sein, sage ich, ich bin dafür, dass es ein freiwilliges Angebot ist, dass auch die Einrichtungen freiwillig anbieten. Weil Kultur hineinoktroyieren, von oben herab in eine Einrichtung hineinprügeln, ist keine gute Kultur. Sie muss auch mit den Beschäftigten gemeinsam entwickelt und erarbeitet werden und sonst macht es keinen Sinn, unabhängig davon, dass wir auch gar nicht in der Startphase sozusagen die Anzahl von qualifizierten Beratern und Gesprächsbegleitern an der Stelle hätten, wie es dann auch entsprechend notwendig ist. Also ich hoffe, dass es uns gelingt, Vertrauen in dieses neue Instrument zu bringen.
Im Übrigen, in den Gesprächen haben die Angehörigen jetzt keine Rolle gespielt. Die sind aber auch wichtig in der Frage, ob sie dabei sind oder nicht oder welche Rolle sie überhaupt spielen müssen. Denn ich will mal ganz offen sagen, es ist nicht nur so, dass der Angehörige immer nur sozusagen, oder andersrum gesagt, er will vielleicht, wenn ich jetzt mal positiv spreche, immer das Beste für seinen Angehörigen in der Einrichtung. Aber in der Rezeption dessen, was der Pflegebedürftige denkt, was die Angehörigen für ihn als das Beste begreifen oder welche Einstellung und Haltung er zu den Angehörigen hat, sprich, ich will niemand zur Last fallen, ich will, dass die Kosten ganz schnell weg sind. Also auch diese Elemente sozusagen von Befindlichkeit im Erspüren, was ist eigentlich der Wille, die müssen da auch Raum haben. Und es muss auch möglich sein, dass ein Pflegebedürftiger sagt, ich will meinen Angehörigen eben nicht dabei haben, weil ich ansonsten auch nicht frei meinen Willen äußern kann oder mich nicht traue, ihn zu äußern. Das gehört ja alles mit dazu. Und im Ergebnis ist es für mich nicht nur eine Patientenverfügung oder eine Dokumentation des Willens, die am Ende dieses Prozesses steht. So haben wir es auch nicht angelegt. Sondern es ist das Herz eigentlich eines Netzwerks, das entstehen kann und muss und viele mit einbezieht. Es kann die Patientenverfügung sein. Es kann aber auch wirklich einfach nur ein gutes Gespräch oder mehrere Gespräche, im Übrigen auch nicht nur einmal. Auch die Verfügbarkeit immer zu haben in der Pflegeeinrichtung, zu wissen, wenn ich meine Meinung ändere, ist sofort jemand da. Ich muss nicht erst zum Notar, ich muss nicht zum Rechtsanwalt, ich muss nicht lang warten, bis ich einen Termin wieder beim Hausarzt oder wo auch immer habe. Das sind alles ganz, ganz wichtige Elemente. Aber die Netzwerkfunktion, die ist am Schluss die entscheidende, dass es funktioniert. Und jetzt die Frage, muss in diesem Projekt noch der Koordinator von vornherein drin sein? Da ist Deutschland so unterschiedlich. Wir haben Regionen in Deutschland, da übernimmt Koordinierung in einem hospizlichen und palliativen Netzwerk, zum Beispiel der ambulante Hospizdienst, die dafür eine Kraft haben. Wollen wir denen jetzt sagen, nee, du musst jetzt was ganz anderes machen, das wollen wir nicht. Ich glaube, das muss wachsen, da bin ich bei Herrn Inderschmitten, wir müssen die Chance geben, wir dürfen aber niemand ausschließen, aber wir müssen auch lernen, dass Medizin und gute Versorgung und Pflege in der Zukunft heißt, nicht mehr abgeschottet in Sektoren denken, in Professionen, die nicht miteinander reden oder nur übereinander, sondern dass wir lernen, dass gute Medizin von morgen heißt, wir arbeiten zusammen und zwar auch auf Augenhöhe zusammen, die unterschiedlichen Professionen. Und das angeregt aus diesem Beratungsgespräch heraus, das ist eigentlich das Ziel. Dann sind wir einen Schritt weiter und wie gesagt, ich gehe davon aus, die abschließenden Beratungen sind noch vor der Sommerpause für die Frage, wie die Beratung aussieht, wie sie bezahlt wird, sodass wir im Herbst damit starten können. Vielen Dank. Ich glaube, unsere Wünsche und Anregungen sind angekommen bei denen, die Verantwortung tragen und hoffe, dass das so kommen wird, wie Sie sagen. Insbesondere das Thema Angehörige ist das ein Thema, was man diskutieren kann. Der Streit zwischen Geschwistern ist sehr schwierig. Manchmal ist es besser, wenn man mit dem Patienten allein ist. Das Schlimmste, was ich erlebt habe, war einmal, dass ein Angehöriger sagte, gucken Sie, dass er noch 2 Tage lebt, dann kriegen wir eine Rentenzahlung mehr. Das haben wir alles erlebt, aber das ist 30 Jahre her. Also, angehöriges Problem. Aber wir wollen euch auch jetzt die Gelegenheit geben, auch dem Auditorium Fragen zu stellen, Herr Schell. 2, 3 Fragen, die hier vom Auditorium hier auch von der beantworten können. Ja, ich komme jetzt mal mit dem Mikrofon. Zwischenbemerkung: Am Montag bin ich in der Volkshochschule, 17.30 Uhr, zum Thema Patientenrecht. Es gibt dann aus meiner Sicht auch so eine kleine Nachbetrachtung. Vielleicht Interessenten kommen dahin. Montag, 15.05. Volkshochschule, 17.30 Uhr, Eintritt ist frei. So, das war der Werbeblock. Danke. Ja, Dr. Verführt, ich bin da voll bei Ihnen. Jetzt geht mir gerade die Stimme weg. Wenn es soweit ist, wenn ein Blutsturz kommt, bleib liegen. Ja? Wacht da ab und so weiter. Was genauso wichtig ist, dass der Patient seine Meinung äußert, ist in meinen Augen genauso wichtig, dass der Angehörige, der unmittelbar nächste Angehörige, auch gut informiert wird.
Denn wenn der nicht loslassen kann, aus falsch verstandener Liebe, dann leidet der Patient noch weiter. Und ich bin der Meinung, da muss auch noch was getan werden. Ich habe es im eigenen Umfeld in jüngster Zeit erlebt. Mein Bruder konnte nicht loslassen bei seiner Frau. Das hat uns, seiner Tochter und mir, viel Mühe gekostet, ihn davon zu überzeugen, den Palliativpflegedienst zu rufen und so weiter, dass nur noch die Schmerzversorgung kam. Meine Schwägerin wollte gehen, das war uns allen klar. Aber es war sehr schwierig, meinen Bruder davon überzeugen. Erst 3 Tage, bevor sie gestorben ist, hat er das auch eingesehen. Es kam ganz von selbst, aber es war für meine Schwägerin ein Märtyrium. Er hat sie nicht losgelassen. Also da gehört noch so viel Information zu. Das ist nicht nur der Patient, sondern eben auch das Angehörigenumfeld. Ja, die Stimme hat doch gehalten. Das war ein richtiges Statement ohne Frage eigentlich. Ich gebe mal weiter hier. Ja. Heidi Marona ist mein Name, von der Alzheimer Gesellschaft, Kreis Neuss. Mich würde noch interessieren, wie sieht es im ambulanten Bereich weiter aus? Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über Heime, Krankenhäuser und so weiter, aber zum Beispiel Herr Dr. Verführt hat ja bemerkt, dass auch die Hausärzte oder auch andere Ärzte da oft, jetzt gefordert sind. Also muss ich warten, ich übertreibe jetzt mal, bis ich irgendwann in ein Heim komme, toi toi toi, wer immer das verhüten mag. Oder kann ich sagen, hier mit 60, 70 möchte ich das regeln? Und wer ist dann gefordert, diese Gesprächsbegleitung zu mir zu machen? Sind das ausschließlich Ärzte oder auch andere? Das wäre für mich wichtig. Und wer bildet die auch aus? Das war eine richtige Frage. Wer? Macht man den Ausbildungs-? Ich glaube, das geht. Das ja? Geht das, ja? Ja, wunderbar. Also, wir fangen mit dem stationären alten Pflegeheimen an. Die Frage ist oft gekommen, warum bietet ihr es nicht im Krankenhaus an, warum bietet ihr nicht gleich im ambulanten, also auch mit den Pflegediensten und in der häuslichen Umgebung. Ich sage Ihnen ganz offen, es ist echtes Neuland. Es ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Und bevor wir etwas sozusagen versprechen, was wir flächendeckend wieder halten können, da sage ich dann, beginnen wir in einem begrenzten, überschaubaren, aber wir haben vorher ja die Zahlen von Frau Steffens gehört, dann doch einem sehr, sehr großen Bereich, wo Menschen versterben und wo wir zumindest auch mal Erfahrungen sammeln können, welchen Aufwand muss man betreiben, welche personelle Kapazität braucht man und wie kann sozusagen wir oder mit welchen Erfahrungen können wir auch in andere Bereiche gehen. Ich sage ganz offen, wenn das gut funktioniert, wenn wir auch zufriedenstellende Rückmeldungen bekommen, das weiß ich aber noch nicht. Ich finde, wir müssen auch als Politiker ehrlich sein, wenn wir mit was Neuem beginnen. Wir werden da noch viel damit lernen müssen. Dann muss es übertragen werden können, auch für die Menschen, die nicht in der stationären Altenpflegeeinrichtung sind. Ob es im Krankenhaus so der richtige Ort ist, will ich mal dahingestellt sein lassen, bei den durchschnittlichen Verweildauern, die wir haben. Wir brauchen aber für sozusagen dann, wenn Menschen in die Häuslichkeit kommen oder bevor sie schwer krank werden, auch die Möglichkeit darüber, sich auszutauschen und dann auch dieses Beratungsgespräch zu bekommen. Aber wir fangen zugegebenermaßen in einem begrenzten, aus unserer Sicht zunächst einmal in der Anfangsphase überschaubaren Bereich an. Wer soll das sein? Sicherlich nicht nur Ärzte. Wir sagen, es müssen Ärzte hinzugezogen werden, weil es um schwerwiegende medizinische Fragestellungen auch geht, wo auch sozusagen über eine weiterqualifizierte Fachkraft, nenne ich es jetzt mal, ohne mich festzulegen, ob das Pflegefachkräfte sein können, ab welchem Level, ob das sozusagen auch andere Sozialberufe in Einrichtungen sein können. Aber ein Arzt muss auf jeden Fall hinzugezogen werden. Das halte ich für absolut notwendig, damit auch das Niveau an sozusagen Aussagekraft und auch Abschätzung dessen, was mit den Entscheidungen verbunden ist, dann besprochen werden kann. Für die Frage, wie hoch ist das Niveau? Ich glaube, wenn wir am Ende wollen, dass es ein flächendeckendes Angebot ist, das man dann auch sieht, das auch vor Ort wahrgenommen werden kann, dann dürfen wir den Zugang nicht zu eng gestalten. Wenn wir es aber jeden machen lassen, der in einer Schnellbleiche in ein paar Stunden sozusagen dann den Führerschein hat, dann muss ich sagen, dann stimmt die Qualität dessen nicht mehr, was wir im Ergebnis von diesem Beratungsgespräch und von dieser vertrauensvollen, aber auch guten Atmosphäre uns erwarten. Und darüber wird noch gerungen. Ich würde mal sagen,
der Weg der Annäherung ist beschritten. Aber man muss, glaube ich, wirklich sagen, es wird irgendwo zwischen der Approbation und einer Pflegefachkraftausbildung anzusiedeln sein. Und was mir wichtig ist, und da hat mich Herr Inderschmitten auch wirklich in vielen Gesprächen überzeugt, ist, dass wir diese Gesprächssituation auch wirklich sozusagen in einer nachgestellten oder realen Situation mehrfach durchspielen können, damit auch Missverständnisse und die Art, wie lerne ich auch mit Menschen in dieser Lebensphase zu sprechen, wirklich trainiert und eingeübt werden können, weil sonst ist das Risiko zu groß, dass man zwar spricht, aber sich am Ende nicht verstanden hat. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Also ich habe mir eben diese Frage gestellt. Wir haben vor etlicher Zeit bei einem Notar das Patiententestament gemacht. Und ich habe Herrn Bosbach gehört, ich habe eben den Landrat gehört, die haben alle kein Patiententestament gemacht. Und ich muss mir heute die Frage stellen, muss ich mir das nochmal genauestens ansehen? Und wo könnte man in der Beratung, dass man detailliert darauf eingeht und das unter Umständen verändert? Da wären also unter Umständen auch Notare und dergleichen mit hinzuzuziehen. Ja, nächster Termin am Montag an der Volkshochschule. Ja. Die Frage habe ich befürchtet. Wir reden hier über etwas Neues, was es in Deutschland noch nicht gibt und was jetzt in Einrichtungen der stationären Pflege und der Behindertenhilfe eingeführt wird und was nach meiner Einschätzung, das ist nichts ganz Neues. Es gibt viele gute Berater zur Patientenverfügung an verschiedensten Orten. Sie können sich an die Hospizbewegung wenden, Sie können sich an die Hausärzte wenden. Diese strukturierte Behandlung im Vorausplan, wie das jetzt nach meiner Einschätzung kommen wird, gibt es noch nicht für Sie als Angebot. Das ist ja ähnlich, wie es eben schon gefragt wurde. Und ich kann es auch nicht aus dem Boden stampfen. Ich denke, dass Sie wirklich mit den Partnern Ihres Vertrauens und ich würde sagen ärztlichen Partnern Ihres Vertrauens, also Ihrem Hausarzt, versuchen sollten, nicht Ihrem Notar, ich finde Notare ganz toll, ich würde mein Testament immer beim Notar machen, nicht beim Arzt, aber meine Patientenverfügung würde ich beim Arzt machen und nicht beim Notar. Das heißt, dass Sie zu Ihrem Hausarzt gehen und mit dem sprechen darüber, wie Sie behandelt werden möchten und was Sie nicht mehr wollen. Das ist im Augenblick die beste Empfehlung, die ich Ihnen geben kann. Ja, sollen wir noch eine Frage? Ich sage jetzt schon mal, wir machen relativ pünktlich Schluss. Unser Schirmherr will dann noch ein paar Sätze sagen. Nicht, dass Sie aber direkt weglaufen. Nachher wird hier vorne aufgemacht. Sie können noch einen Sprudel trinken, eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen. Ja, und es gibt noch Möglichkeiten zu sprechen. Aber jetzt noch eine Frage. Wo war das? Hier? Alter hat Vorrang. Normale Kinder. Ja, ich bin fast 89. Falls Sie älter sind, haben Sie einen Vorteil. Ich habe den Eindruck, Sterben ist in erster Linie ein medizinisches Problem. In zweiter Linie, und das wollen wir um Gottes Willen nicht vergessen, ein juristisches. Und wenn sich Juristen erst irgendwo reinmischen, geht alles schief. Ich habe eine Patientenverfügung vom Notar unterschrieben, wie das mal empfohlen wurde und wie das verständlich ist. Nach heutiger Auffassung kann man die wegschmeißen. Meine Frau hat eine mit gegenseitigem Bezug und. Bitte? Vorsorgevollmacht mit allem drum und dran. Und wie gesagt, mit notariellem Siegel. Mir ist inzwischen mehrfach erklärt worden, und ich habe es auch aus Rundfunksendungen entnommen, dass es für die Katz ist. Ich frage mich, wenn ich ans Sterben denke, die meisten haben Angst, dass sie nicht genügend Pflege bekommen. Ich habe Angst, dass ich zu viel bekomme. Dass man mich einfach nicht sterben lassen will.
wenn es der Herrgott denn mal möchte. Die Medizin pusht ja dem Herrgott in dieser Hinsicht eigentlich nur ins Handwerk. Und wenn ich mir mit dem Alten dort oben mal einig bin, dass ich die Augen zumache, es wird noch ein paar Tage dauern, dann möchte ich, dass man mich sterben lässt. Und da hat gerade Ihr Minister also ein sehr schönes Gesetz erlassen, dass er jeden Arzt ins Zuchthaus bringt, wenn er ihm gewisse Mittel verschreibt, in denen das erleichtert wird. Ja, da können Sie reden, was Sie wollen. Das ist nun mal so. Ich kann mich mit Cyankali vergiften, ich kann vom Dach springen, ich kann sonst was machen. Ich werde dafür auch nicht bestraft, nur wenn mir ein Arzt eines der wenigen Mittel verschreibt, auf meinen ausdrücklichen Wunsch unter Zeugen und, dass das wirklich auf meinen Wunsch geschehen ist, dann wandert er über kurz oder lang hinter Gitter. Ja? Ist das Würde, das Sterben in Würde? Wer kann besser darüber entscheiden, wann für mich Schluss ist, als ich selbst? Ich habe meinen Freund vor Augen, der vor 3 Jahren gestorben ist, ein hochintelligenter Mann, sicherlich intelligenter und gebildeter als ich. Wenn ich überlege, wie der ein Dreivierteljahr lang zu Hause gelegen hat und ein Loch in die Decke gesehen hat und mich bei jedem Besuch, und ich habe ihn 3-mal wöchentlich besucht, gebeten hat, Günther, bring mir doch irgendwas mit. Ich weiß, was ich ihm hätte mitbringen sollen. Ich durfte es nicht. Also, ich schlage vor, dass wir jetzt auf das Thema Sterbehilfe so nicht eingehen. Das würde unser Thema ein bisschen verfälschen. Das ist ein anderes Fass, das wir aufmachen müssten. Darüber können wir politisch natürlich auch streiten, aber das wäre eine Sonderveranstaltung. Ich würde sagen, wir lassen das mal. Wir haben jetzt vieles gehört. Wir können jetzt noch in Gesprächen, in Einzelgesprächen, das eine oder andere vertiefen. Ich denke, dass unser Schirmherr jetzt doch Gelegenheit haben sollte, uns ein paar Worte noch zu sagen. Und dann können wir da rübergehen an den S-Stand. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, dass wir heute Abend eine ganz besondere Veranstaltung erfahren haben, nämlich dass uns im Grunde genommen oder wir an der Schwelle zu einem neuen Gesetz stehen. Und das ist also ganz selten, dass man so etwas mal konkret mitbekommt. Und wir haben also einerseits die Entstehungsgeschichte, die Notwendigkeit und so weiter wurde also eben erläutert. Und zum anderen eben hat Frau Staatssekretärin auch erläutert, wie das gegenwärtige Verfahren ist, wie man sich, wenn man so will, einem konkreten Gesetzestext, einem konkreten Rahmen dann eben nähert. Dass es also schwierig ist, das ist aus den verschiedensten Fragestellungen deutlich geworden. Und von daher denke ich, dass wir sehr dankbar sein können, dass wir, wenn man so will, hier gerade am Vorabend der abschließenden Verabschiedung eines derartigen Gesetzes diese Informationen hier bekommen haben. Politik trifft Wissenschaft, so könnte man es vielleicht sagen, oder Wissenschaft oder Praxis und Politik haben sich hier heute Abend ausgetauscht mit beeindruckenden Beiträgen. Das fand ich also sehr spannend und von daher denke ich auch, dass alle diese Beiträge auch für jeden etwas bringen. Die Entscheidung eines jeden Einzelnen, was Patientenverfügung angeht und so weiter, liegt also ganz offensichtlich auf der Hand und muss in irgendeiner Form getätigt werden, ja oder nein. Alles dies haben wir auch hier in diesen verschiedensten Veranstaltungen schon mehrfach diskutiert, sodass also jeder auch in seiner Meinungsbildung weiter vorwärts kommen kann. Ich denke aber insgesamt auch, dass auch heute wieder mal ein ganz wichtiger Impuls gegeben worden ist, gerade auch für die politische Beratung, Frau Staatssekretärin, und ich würde das auch Herrn Dr. Müller für das Sozialministerium hier oder Gesundheitsministerium des Landes mit auf den Weg geben. Ich denke, dass hier schon wichtige Informationen auch gerade für Ihre Beratung, für Ihre Gespräche und letzten Endes für die Verabschiedung und dann auch für die, damit ist es ja nicht getan, es muss dann anschließend ja konkret umgesetzt werden und dass da gute Hinweise gegeben worden sind. Wichtig auch, und das fand ich sehr
nett und sehr beeindruckend, die heutige Moderation, Dr. Verführt, dass er das immer wieder mit seinen konkreten Beispielen, mit den Erfahrungen aus seiner eigenen Praxis, 34 Jahre waren es, glaube ich, die er eben als Hausarzt hier in Neuss, als wirklich als Institution, als im wahrsten Sinne des Wortes, im positiven Sinne des Wortes, Hausarzt eben gemacht hat. Er ist an den verschiedensten Stellen hier in Neuss tätig, nicht nur in seinem Sprengel Holzheim, wenn ich das mal so sagen kann, sondern auch darüber hinaus, zum Beispiel jetzt auch in der Flüchtlingshilfe und so weiter und so weiter. Wir kennen ihn aus den verschiedensten Bereichen. Von daher fand ich das also sehr nett und sehr gut, dass also hier auch ja, konkrete Lebenswirklichkeit eingefangen worden ist. Ja, Ihnen nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für Ihr Kommen, für das Interesse. Unserem Vorsitzenden, lieber Werner, dir ein ganz herzliches Dankeschön. Es ist wieder mal gelungen, eine wirklich sehr gute Veranstaltung zu organisieren. Ich habe schon gesagt, gerade am Vorabend, wenn man so will, an der konkreten Umsetzung oder Verabschiedung eines Gesetzes. Und das war die richtige Nase, der richtige Fingerzeig zum richtigen Moment. Vielen Dank für dein Engagement. Weiterhin viel Erfolg. Wir bleiben zusammen und wir werden den nächsten Treff sicherlich für bald, für das nächste Frühjahr organisieren. Hast du schon einen Termin? Hast du einen Termin? Ja. Der nächste Termin ist schwierig. Wir haben jetzt ein Wahljahr. Wir wissen nicht, was im Herbst auf uns zukommt. Jetzt zu planen, politisch, pflegepolitisch oder gesundheitspolitisch, ist schwierig. Aber ich habe angedacht, das Thema etwas einfacher, anders zu gestalten, nämlich das Thema Prävention aufzurufen. Was kann man tun? Wie kann man sich gesundheitlich verhalten, um Herz-Kreislauf, um Krebs und auch Demenz möglichst zu vermeiden? Ein spannendes Thema. Ich überlege noch, aber es hängt vielleicht daran, dass das zu wenig Aufmerksamkeit erfährt. Prävention, das finden alle gut. Die gehen auf den Golf oder wo auf den Platz und machen da ihre Spielchen. Aber so richtig im Alltag sich gesundheitsbewusst verhalten, das ist schwierig. Aber ich habe es angedacht und da gibt es auch was zu tun für die Pflegeeinrichtung. Es gibt nämlich einen Leitfaden schon für die Prävention in Pflegeeinrichtungen. 50 Pflegeheime sind befragt worden nach diesem Leitfaden und 49 davon wussten gar nicht, dass es diesen Leitfaden gab. Also da gibt es etwas zu tun. Nächste Woche bin ich übrigens im Arbeitskreis der Einrichtungsleitungen und da werde ich einige Ideen einspeisen, denn es kann nicht sein, dass das Thema hier und heute mal einfach so besprochen worden ist und dann war es das. Nein, wir müssen aus diesen Veranstaltungen Folgerungen ziehen und alle, die mich kennen, wissen, dass ich ja auch Briefe schreibe und ich werde dann nachbohren. Ich werde dafür sorgen, dass da einiges in Gang kommt und ich bin da ungeduldig, denn viel Zeit verbleibt mir nicht mehr, um mal patientenverfügungsrechtlich zu formulieren. Vielen Dank. Ja. Das war ja wieder mal ein eindeutiges Plädoyer, dass wir uns also diesen Fragestellungen verbunden bleiben müssen. Herzlichen Dank. Ja, Ihnen ein herzliches Dank fürs Kommen, aber in besonderer Weise hier den Diskutanten, den Experten, den Fachleuten ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen. Und das ist meine Aufgabe als Schirmherrn, Ihnen einen guten Heimweg zu ermöglichen. Vorsichtig. Und aus diesem Grunde haben wir hier eine Packung Wein, möglicherweise für Sie etwas schwierig, aber ich hoffe, dass es transportiert werden kann. Also einen erfolgreichen Abend noch. Dankeschön.